Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Teilnehmer, Freunde, Zuschauer vom Project Case Forum. Wir sind jetzt heute live dabei, live aus Italien, live aus Monza. Ihr seht schon kurz die Bilder hier aus der Boxengasse. Der ein oder andere Fahrer, der hat schon fleißig seine Ründchen gedreht. Ja, wer seine Ründchen heute Corona-bedingt leider nicht drehen durfte und heute deswegen keine Streckenvorstellung hat, an meiner Seite der Basti. Einen wunderschönen guten Abend von mir hier. Ja, so charmant habe ich dich, glaube ich, noch nie vorgestellt, oder? Nein, also das war ja, also ich werde ja rot. So schön, wie du das machst. Wunderbar, wunderbar. Aber wir haben natürlich eine andere Kleinigkeit für euch. Und deswegen hoffe ich, dass sich der Stream-Chat hier so langsam füllt, weil die Jungs waren im Hintergrund fleißig. Und man muss sagen, ja, man fragt sich immer, so ein Test-Event, war es erfolgreich, war es nicht erfolgreich? Das haben wir auch hier gestreamt. Man kann sagen, wenn man jetzt schon mal, ohne zu viel zu spoilern, auf die Teilnehmerliste schaut, es war erfolgreich, oder? Absolut. Also, ja, ich glaube, wir nutzen erstmal das schöne Gimmick, das du eigentlich jetzt gerade ankündigen wolltest, und dann gehen wir danach auf das Grid ein. Aber alles lasst klar. Euch mal beeindrucken. Also, wenn ihr gleich wissen wollt und ihr seht die vielen verschiedenen Fahrzeuge und ihr noch nicht wisst, ja, welcher Fahrer ist das denn, ja, und jeder hat ja immer so seine bestimmten Leute, die er anfeuert, da helfen wir euch mal eben kurz weiter. Und zwar, nämlich heute live dabei fürs Project Cars Forum, der erste Lauf. Und da haben wir folgende Fahrer. Heute mit im Grid, absolut ahnungslos, Christoph Friedrich und Renko Price, Active Racing, Mutzi Mutze und David Müller, Alpen Racing, Thomas Feigl und Richard Dernschenk, anonyme Überholiker, Jack Erst und Yannick Tümmel, Bensay Racing, Uwe Seiler und Markus Benkowski, Tobias Kraus und Felix Hauptmann sind die Bentley Boys, Bierbauch Racing, Heiko Schwarz und Stefan Schlett. Black Falcon Racing, André Schwarz und Tomislav Rosic. Game of Thrones, Johannes Wieser und Sebastian Zehntner. Jan Nelius und Jens Wolf sind J&J. Jille Motorsport, das sind die Brüder Marco und Marcel Jelenjonowski. Langsam aber durstig, Fabian Bilias und Holger von der Wolga. Old and Proud, Micha Falzdriver und Daniel Veit, Rasselbande Racing, Reto Spieler und Patrick Graf, Slow Guys in Fast Cars, Marius Risse und Patrick Hoxdorf, D&S Racing, Dennis Fischer und Stefan 018, Polarlichter, Dirk Toms und Ralf Leifholz und Team ROK, Bönninghausen und Klaus Biermann. The Last Night, das sind Julius Kretschmer und Randy Hampwright. Und ohne Team Gerd Biltis, Christoph Brodic und Bendrik Eden, Bernd Fink, Patrick Eden und Bernd Fink, das waren so Tobias King James und Sebastian Simmich. Und last but not least, Florian Adel. Und für Fragen oder Rückmeldungen melden sich bei projectcast-forum.de. Ja, das war unser kurzer, ja, was heißt unser kurzer Trailer? Der Trailer, den wir zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt ist natürlich, ich glaube, Basti, da wirst du mir recht geben. Jetzt weiß man auf jeden Fall, man hat sich alles gemerkt und weiß, mit wem man es hier auf der Strecke zu tun hat, oder? Ich gehe mal davon aus, dass sich alle die 48 Fahrer auf Anhieb direkt merken konnten. Also wer mitgezählt hat, wie gesagt, 48 Fahrer im Grid, eine richtig ordentliche Hausnummer, die wir hier jetzt vor uns haben, und richtig viele Leute, was für ordentliche Rennaction sorgen wird. Und ein tolles Video oder eine tolle Vorstellung der einzelnen Fahrer, finde ich eine schöne Sache. Haben sie gut vorbereitet und wurde natürlich phänomenal präsentiert. Ja, auf jeden Fall haben wir uns jetzt alle auch gemerkt. Mal gucken, dass wir dann auch so langsam in die Namen reinkommen. Die Jelenjonowskis, wir versuchen es heute einfach mal wieder, oder? Wir versuchen es wieder, ja, genau. Wir hatten da ja, wer uns beim Test-Event zugeguckt hat, so ein kleines Problem ja, mit der Aussprache vom Nachnamen Jelenjowski. Haben uns dann darauf geeinigt, dass wir aus dem Jelenjowski ein Jele machen, um dann festzustellen, dass im Grid nochmal ein Jele unterwegs war. Die beiden sind Brüder und entsprechend müssen wir uns da jetzt noch was einfallen lassen. Denn das...
die werden wahrscheinlich auch wieder vorne am Start sein und viel im Bild sein. Und dann müssen wir gucken, dass wir keinen Knoten in die Zunge bekommen. Ja, wollen wir mal hoffen. Und auf jeden Fall, also ich habe es ja gerade schon mal ein bisschen angedeutet, war das Test-Event erfolgreich? Und wir gehen mal eben ins Timetable, da haben wir jetzt noch nicht so viele Zeiten stehen. Also ACC zeigt hier noch die ersten 30, aber wenn ich jetzt unter meinen Broadcaster nochmal weiterschaue, kann ich euch sagen, also insgesamt 48 Fahrer. Also in dem Sinne der absolute Wahnsinn. Das wird anstrengend, alles zu zeigen, alles mitzubekommen. Und ja, das ist wieder dieses klassische Rennen. Ja, wir hätten gerne eine Regie und 48 Bildschirme. Das wäre gut, oder heute? Das wäre heute auf jeden Fall das richtige Mittel, ja. Also drei Mann, die in der Regie beschäftigt sind, die uns die richtigen Bilder an den Stellen zur Verfügung stellen, wo wirklich was passiert, um nicht irgendwas zu verpassen. Und für uns persönlich dann nochmal jeweils 10 Bildschirme. Und dann könnten wir das alles einfangen. Aber ja, da die drei von der Regie heute frei haben, wird uns nicht gelingen, wirklich alles mit aufs Bild zu kriegen. Da entschuldigen wir uns, glaube ich, schon mal im Vorfeld. Wir versuchen es, so gut es geht. Aber das wird anstrengend. Ja, lass uns noch mal kurz die Minütchen hier nutzen, um auf die Strecke einzugehen. Monster, was muss man mitbringen? Was macht die Strecke aus? Und letztendlich natürlich, welche Zeiten können wir heute erwarten? Gut, Monster dürfte ja für alle, die sich irgendwo im Motorsport ein bisschen bewegen, da ein bisschen Begeisterung dafür aufbringen, für alle ein Begriff sein. Monster eine absolute Highspeed-Strecke. Das heißt, wir haben viele Vollgaspassagen, viele lange Geraden. Eigentlich immer nur unterbrochen durch, ja, ich sage jetzt mal Bremsschikanen, wo man den Bremspunkt richtig treffen muss, wo man auch das Fahrzeug so abstimmen muss, dass man, sage ich mal, keine kalten Bremsen hat, wenn man auch von den langen Geraden zum Bremspunkt kommt. Bietet natürlich auch immer die Möglichkeit, Windschattenschlachten auszutragen und viele Überholmanöver zu generieren, vor allem auch dann Ausbremsen am Bremspunkt zu den Schikanen. Und von der Rundenzeit gehe ich mal davon aus, dass wir irgendwo auf der Pole eine 1,47 tief sehen werden. Strecke ist optimal, 24 Grad Außentemperatur, 32 Grad Streckentemperatur, sonnig. Wir erwarten keinen Regen und in dem Sinne können wir da jetzt heute richtig was sehen. Ja, definitiv, also Action ist geboten und man muss sagen, das ist jetzt wieder eines der Qualifyings, wo man sagt, auch so ein bisschen Stress-Qualifying, das heißt, ich habe nicht lange Zeit, meine gute Zeit zu setzen, möglichst am Anfang und ja, da wundert es mich natürlich immer, wer gerade noch in der Box ist, das kann ich mir dann meistens nur erklären, dass man absolut zufrieden ist oder irgendwo einen Schaden hatte, nochmal schnell Reifen wechseln, viel Zeit ist da nicht gegeben. Ich glaube, dass tatsächlich die jetzt an der Box sind, Fahrer sind, die einen kleinen Fehler hatten, einen kleinen Schaden hatten, weil ich bin jetzt auch schon so ein bisschen durchs Feld gesprungen, habe an der einen oder anderen Stelle schon einen Ausritt gesehen von ein paar Fahrern und ich glaube, dass das wirklich Fahrer sind, die da momentan zum Reparieren an der Box sind. Ganz wichtig, es gibt keine Escape-Funktion. Bedeutet, jeder Fahrer muss aus eigenen Stücken während des Qualifyings wieder in die Box kommen und dann da auch entsprechend das Fahrzeug reparieren lassen. Ja, und wenn wir jetzt nochmal kommen, Gesamtprozedere, es ist jetzt ja heute auch nicht so, dass wir normal eine Qualifikation fahren und dann ein Rennen und dann noch Interviews haben. Nein, wir haben es noch ein bisschen anders heute, Basti. Was machen wir? Nee, wir fahren heute im Prinzip im Rahmen der Racing League ein Sprintrennen. Sprintrennen bedeutet, wir sehen jetzt gerade noch die letzten 2,5 Minuten vom Qualifying zum ersten Rennen, das heißt ein 10-minütiges Qualifying. Danach findet ein 35-minütiges Sprintrennen statt. So, dann fahren alle wieder an die Box. Dann machen wir ein paar Minuten Pause. Dann machen wir nochmal ein zweites Qualifying über 10 Minuten. Und dann fahren wir nochmal ein Rennen über 35 Minuten. Das heißt, wir werden heute zweimal einen Start erleben. Wir werden zwei unabhängige Rennen voneinander sehen. Und das alles komprimiert in, ja, ich schätze mal so anderthalb Stunden Übertragungszeit. Also richtig ordentlich was geboten. Ja, das ist ja das Schöne an diesen Sprintrennen. Ja, da kommt es immer so ein bisschen auf die Disziplin des Fahrers an. Ich sehe jetzt gerade auch auf 22 und 23 Bialas mal 2. die Jungs wollen uns doch heute ärgern. Florian und Fabian Bialas, F und F. Ja. Ja. Okay. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, das ist natürlich jetzt, was wir gleich haben. Wir haben ein großes Teilnehmerfeld. Wir haben relativ kurze Rennen. Ja, und dann haben wir halt eine Strecke, ja,
dann neigt man mal immer so zu, irgendwo reinzustechen, die klassische Dive-Form. Werden wir heute sowas erwarten oder meinst du, wenn ich mir jetzt die Strecke angucke, geht es ein bisschen rabiater zu, das haben wir vorhin auch gesehen. Meinst du, wir werden heute ein Barriere-Manöver erleben oder wirklich, dass die Fahrer diszipliniert versuchen, das auf der Geraden auszumachen oder doch die ein oder andere Dive-Bomb setzen? Ich glaube, eine Dive-Bomb im Sinne von ja, diesem völlig überzogenen Innenreinstechen in eine Lücke, die nicht da ist, das wird man, glaube ich, nicht sehen. Dazu gibt es auch in diesem Fahrerfeld zu viel Disziplin und dazu sind die alle zu sehr Racer, sag ich jetzt mal, als dass sie dieses Mittel nicht zwingend anwenden wollen. Aber wir werden sicherlich viele harte Manöver sehen, denn ja, wir haben ein großes Grid, wir haben nur 35 Minuten Rennenzeit und natürlich gibt es Punkte fürs Rennen. Das heißt, jeder will versuchen, so schnell wie möglich nach vorn zu kommen. Und ja, auf Monza gibt es ein paar Überholmanöver, aber da wird man dann schon auch mal die harten Bandagen auspacken. Ja, da kann es natürlich schnell sein, dass du die Geduld verlierst. Wir grüßen Stillerwise, Dennis und VRS. Auf geht's, Team Bialas. Ja, wie gerade schon angesprochen, die zwei Bialaser, F. Bialas. Ja, und dann liegen die auch noch direkt nebeneinander, ne? Also es, die fahren fast die gleichen Zeiten, Leute. Das sind 30.000, also Chapeau an die Eltern, sehr identisch. Ja. Wenn uns jetzt noch einer erklärt, dass es Zwillinge sind, dann... Ja, aber auf jeden Fall kann man ja sagen, leistungstechnisch das Talent in der Familie fair verteilt. Das muss man schon mal vorab sagen. Auf jeden Fall gut verteilt, ja. Das ist richtig. Und wir sind jetzt auch tatsächlich schon durch. Also, wir haben uns schon wieder verquatscht. Wir haben aktuell auf der Pole Position Seiler mit einer 47,4 und Benkowski, der auch noch auf einer schnellen Runde ist, der vielleicht da noch versuchen will anzugreifen, aber ja, ich habe dein Lachen gerade genutzt, um in den Streamchat zu gucken und ja, schöner Funfact. Da müssen wir vielleicht fürs nächste Mal ein Bild organisieren. Okay, da seht ihr jetzt auf jeden Fall also das Tableau, die ersten 24, wir scrollen mal runter, leider nur bis P30, mehr macht das Spiel hier nicht mit, aber wir werden gleich auf jeden Fall schöne Bilder einfangen hier von der Startformation, die Fahrer kommen jetzt langsam rein, das heißt kurz runterkommen, kurze Manöverkritik, inwieweit ist man zufrieden, aber das, was sich auch aus dem Test-Event schon gezeigt hat, wir haben jetzt so, na, obwohl, jetzt haben wir doch ein bisschen, ja, mehr auseinander. Also wenn wir uns auf P8 gucken, eine Sekunde dahinter, hinten raus im Feld, da sehen wir nur sehr hohe Dichte. Wenn ich jetzt mal um P11 bis, ja, P21 so gucke, ist alles wieder dicht, aber vorne kristallisiert sich so eine kleine Top-Gruppe schon raus. Das ist deutlich, ja. Also die ersten drei, die sind momentan, sag ich mal, innerhalb von 2 Zehnteln. P4 bis P7, die sind dann noch circa so eine Sekunde dahinter, hinter der Pole-Position. Und dann kommt wirklich so ein Pack, da sind es wirklich Zehntel, die Fahrer auseinanderlegen auf ja, 10 Plätze, verteilen sich dann eine Sekunde. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Ich könnte mir aber durchaus auch vorstellen, dass das vorne die großen Abstände mehr oder weniger dadurch begründet sind, dass der eine oder andere Fahrer vielleicht keinen freien Spot auf der Strecke gefunden hat. Denn mit 48 Fahrern auf Monza ist schon ziemlich voll. Und da im Qualifying wirklich die optimale Runde zu finden, wo wir nicht aufgehalten werden, das ist natürlich schon auch eine Aufgabe. Ja, ist definitiv sehr, sehr schwierig. So groß ist dann die Strecke ja letztendlich doch nicht. Ja, wir warten jetzt noch kurz. Aber jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir hier unser Grid. Und ich versuche mal aus dem Heli. Ah, es wird, glaube ich, wieder schwer. Jetzt alle drauf. Oh, das ist aber auch eine schöne Perspektive. Das gefällt mir. Steigen wir langsam ein bisschen auf, gucken, ob wir noch ein bisschen weiter nach hinten kommen. Ja, wir gehen immer wieder hoch. Aber schaut euch das mal an, auf jeden Fall ein phänomenales Teilnehmerfeld, was wir hier heute Abend wieder haben. Also Wahnsinn, oben fit, unten dicht hier, Uwe Braun. Ja, auch sehr schöner Name, ja. Ist jetzt natürlich gleich die Frage, bei so einem großen Teilnehmerfeld, man muss ja gefühlt schon auf, ja, neben der Boxengasse schon bremsen, wenn es dann auf der Anfahrt auf die erste Schikane geht. Und wir kennen es ja alle selbst, wenn man unterwegs ist. Man muss ja sowieso hier im Monster gerade aufpassen. Was erwartest du jetzt gleich hier beim Start? Ich hoffe kein Chaos. Also ja, wir haben 48 Fahrer. Das Feld ist unglaublich weit gestreckt und lang verteilt auf der Strecke. Und
könnte doch durchaus passieren, dass die vorne von aus Reihe 1 schon ans Bremsen denken. Da haben die hinten noch nicht mal richtig beschleunigt. Das vermute ich nämlich auch. Und das ganze Ding, das birgt natürlich eine ganz große Gefahr, dass wir so eine Art Ziehharmonika-Effekt haben und vor allem im hinteren Feld. Da war er weg, der Co-Kommentator. So, aber ich hoffe... Jo, ich bin noch drauf. Hat's nur mein Co-Kommentator die Sprache verschlagen? Aber, ja, ihr seht es gleich, 1 Minute 20, dann geht's gleich los. Und was Sebastian gerade noch kurz ansprechen wollte, war, also es wird gleich extrem spannend und man muss sehr früh auf den Vordermann achten. Das heißt... Ja, und da ist auch noch die Mitteilung, dass er weg ist. Ja, ich habe einen Co-Kommentator an dieser Stelle verloren. Ich hoffe mal, dass er es zum Start hier noch wieder packt. Und sonst bleiben wir dann jetzt erstmal alleine. Also 1 Minute noch. Die Fahrer, die jetzt noch nicht in eine Position wiederkommen, dann sollten sie jetzt natürlich dann auch in diesem Moment wiederfinden. Und dann ist es ja gleich wichtig wach zu sein, wenn die Ampel grün wird. Wir sehen es hier wieder, fliegender Start. Und ja, gucken wir mal. Jetzt schaue ich mal. Ja, da haben wir ihn wieder. Der Kommentator ist wieder aufgetaucht. Entschuldigung. Ich bin wieder da, ja. Ja, 30 Sekunden, also war noch just in time. Bist, glaube ich, mal kurz eben an die Strecke gegangen. Hast du das ein oder andere Interview mit dem Fahrer geführt, um da jetzt noch mehr Feedback zu bekommen, wie man das Ganze jetzt angeht, ne? Ja, was haben sie erzählt? Sie freuen sich alle schon total drauf. Vor allem den Fahrern weiter hinten im Feld ist bewusst, dass das gefährlich wird mit dem Ziehharmonika-Effekt, was wir gerade schon so diskutiert hatten. Von dem her sind eigentlich alle ganz gut vorbereitet und ich denke, dass das eigentlich gut über die Bühne gehen wird. Obwohl ich sagen muss, ich bin da vielleicht auch ein bisschen pessimistisch, aber wenn da jetzt gar nichts passieren sollte am Start, also das glaube ich nicht. Ich hoffe es zwar, aber jeder, der selbst ein bisschen im Simracing auch unterwegs ist, der weiß, da wird gleich zwangsläufig was passieren. Was wir jetzt aber sehen, erstmal alle fahren sie langsam los, nehmen Double File an. Seiler vor Benkowski, wir sind 3 AMGs mit Schwarz noch vorne. Und ja, das gleiche Prozedere ist immer gleich wach sein, genau die 70 km/h zu erreichen, also alles auszunutzen. Nicht schneller sein, das bedeutet Drive-Through, das will man natürlich vermeiden, gerade bei so einem Teilnehmerfeld. Und deswegen hier alle sehr diszipliniert hier im Double-File, keine Lücken lassen, nah dran sein. Vorne hier bei den Teamkollegen gut unterwegs, wollen das Ding natürlich vorneweg sichern. Aber zum Start springen wir natürlich auch wieder in den Heli, haben wir ein bisschen mehr Übersicht. Und dann schauen wir nach oben, hier sehen Sie Race rot, aber das ändert sich in diesem Moment und Seiler und Benkowski kommen gut weg und False Driver zeigt sich dahin jetzt auch schon mal, sehr, sehr guter Start, das müsste schlecht hier auch noch sein, der gut wegkommt, jetzt heißt es positionieren für die erste Kurve, Linie dicht machen, wie machen das die Teamkollegen, wie machen das Seiler und Benkowski, ja, ganz verlässt ihn vor, jetzt stockt sich das Feld und jetzt heißt es hinten drauf, der Ziehharmonika-Effekt und da haben wir es nämlich. Was ich befürchtet hatte, leicht, ja, da steht einer komplett quer, da wird sich rausgeschubst, da ist die Strecke ein bisschen zu klein, bevor die Ersten überhaupt in die Kurve fahren. Das sehen wir, ja, da ist es Waden, diszipliniert Waden, die anderen vorbeifahren lassen. Das ist ärgerlich, aber ja, absolutes, und da fährt er schon wieder rein und bumm hat's gemacht. Ja, ich fühle mich gerade wieder ein bisschen in die 90er zurückversetzt bei außer Kontrolle. Hoffen wir mal, dass jeder von denen jetzt auch noch weiterfahren kann, aber... Ja. Ja, wir haben's. Die Schikane ist eng. Die Schikane ist eng und ja, wir haben es beschrieben und ja, wir haben es leider gesehen. Es ist aber auch wirklich unglaublich schwierig. Also als Fahrer da hinten im Grid unter den hinteren Fahrern, das ist unglaublich schwierig an der Stelle. Also da möchte ich wirklich keinem einen Vorwurf machen. Aber es ja, ist natürlich ärgerlich. Das Rennen ist jetzt mehr oder weniger unter Umständen für den einen oder anderen schon gelaufen. So, hier sehen wir jetzt Schwarz, der hier schon ordentlich Druck auf Seiler macht. Und was man auch sieht, Benkowski, der kommt schon ein bisschen weg. Und ja, da leistet der Teamkollege jetzt gute Arbeit. Es ist gleich die Frage, ob Seiler sich jetzt das erste Mal gleich zeigt. Vielleicht gleich auf Start und Ziel in die Schikane rein. Das erste Manöver setzen, jetzt dranbleiben, positionieren. Und die beiden kommen auch gut weg, nämlich dahinter False Driver und Kraus. Haben wir auch gut miteinander zu tun. Schauen wir jetzt mal auf die Anfahrt. Erste Schikane. Ob Schwarz, ja, bei Schwarz ist ein bisschen zu weit weg. Zeigt sich jetzt aber. Leicht andeuten. Macht aber Seiler die Linie wieder dicht.
Zeigt sich aber, hier sehen wir Falls-Driver, das Manöver, das könnte reichen. Ja, jetzt vielleicht da links der Konter von Kraus. Jetzt heißt es rausbeschleunigen. Wer kommt da besser weg? Ja, Kraus sortiert sich hinten ein. Also Falls-Driver hat es ein bisschen geschickter gemacht als Schwarz gegenüber Seiler. Sortiert sich da jetzt erstmal auf P4 ein. Ja, sauber. Ich war gerade kurz etwas verwirrt, denn einfach nur als Information, mein Assetto Corsa meint, es müsste gerade ein Update machen. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Entsprechend. Da haben wir hinten wieder die Berührung und oh. Jetzt schauen wir mal, ob ich den Fahrer noch erwische, aber da hat es auch wieder leicht gekracht. Nee, leider nicht mehr drauf. Also auch hier wieder leichte Berührung. Das ist nämlich das. Die Fahrer müssen geduldig sein. Und ich weiß, ja, das ist bei so einem Feld, das ist schwierig. Da hast du die leichte Berührung. Aber das, was wir auch schon gerade angesprochen haben, bei so einem Sprintrennen, ja, das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Ja, beim Sprintrennen geht es natürlich für jeden darum, so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Wo steht das nächste Auto wieder? Ja, fährt langsam weiter, aber mach weiter. Ich guck mal weiter hier durchs Feld. Nein, also wir haben ja das vorhin schon auch in der Qualifikation mal kurz angedeutet. Für jeden geht es natürlich darum, jetzt so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Und es gibt vielleicht auch wirklich den einen oder anderen Fahrer, der sich momentan auf einer Position wiederfindet, auf die er sich jetzt nicht unbedingt selbst sieht oder auf der er sich nicht sieht, wo er eigentlich denkt, er könnte vielleicht noch ein paar Plätze weiter vorne im Feld sein. Und dementsprechend versuchen diese Fahrer jetzt natürlich so schnell wie möglich durchs Feld durchzukommen. Ja, und das ist natürlich hier ziemlich, ziemlich schwierig. Und du schaust auf die Uhr, du siehst die Zeit davon gehen. Und da ist es halt die große Kunst, geduldig zu bleiben. Und ja, Benkowski, muss man sagen, absolut hier Gewinner am Start. Ist gleich direkt weggekommen. Und Schwarz, ja, der hängt da immer noch hinter Seiler. Ja, das ist jetzt so ein Duell, das sich jetzt anbahnt. Und das wird jetzt wahrscheinlich noch ein paar Runden so sehen werden. Ja, ist dann natürlich die Frage, wann man es da nochmal versucht. Aber generell kann man jetzt sagen, ja, wirklich Zeit verlieren, das tun sie gerade nicht. Also vorne sehr diszipliniert. Schauen wir mal so ein bisschen nach hinten auf die Verfolger. Also da haben wir Kraus, ja, hat ein bisschen auch Schwarz verloren. Hat den Falls-Driver im Nacken. Die haben doch gerade auch schon wieder Plätze getauscht. Ich meine, der Falls-Driver war zwischenzeitlich auch mal auf 4 vorgefahren. Da haben wir Feller auf der 6. Yannick Tümmel auf der 7, der wird gerade gefolgt von Jan Nelius. Ja, wir haben jetzt im Prinzip die Situation, die sich auch im Qualifying schon angedeutet hat. Wir haben mit Benkowski, Seiler und Schwarz die drei da vorne, die da als, sag ich mal, Speerspitze unterwegs sind, die auch so ein bisschen schneller waren als der Rest, zumindest im Qualifying. Die haben sich auch schon so ein bisschen Vorsprung rausgefahren und dahinter das Feld. Ja, da waren ein paar Vorfälle, die hatten wir, glaube ich, auch mit im Bild und hat sich jetzt sortiert. Und wir finden ein paar Gruppen, wo sich Zweikämpfe andeuten oder jetzt anbahnen und finden wie jetzt hier im bei Racing. Graf auf P12, hier geht gerade ein Fight vorbei, aber die Linie zu weit außen und dementsprechend wird Fight, ja, es wird ein schöner Kampf auf der Geraden, aber sollte für Graf reichen, ja. Bleiben wir mal drauf hier. Also Fight gegen Graf. Fight natürlich innen, aber Graf wird die Linie gleich hier zumachen. Sollte er, ja. Nee, hat er nicht geschafft. Und dementsprechend sagt Fight hier Danke und er zieht erstmal vorbei. Und Graf hat nämlich jetzt gleich den nächsten schon wieder im Nacken. Und das ist Jelinowski. Ja, der wird gerade so ein bisschen durchgereicht, habe ich das Gefühl. Naja, und da haben wir jetzt auch wieder den Fall, dass die beiden Jelinowskis hintereinander momentan im Grid sind. Und ja, wir finden ein paar gleiche Namen einfach. Ja, der andere Jelinowski, der Marcel auf P15 aktuell, der hat ein bisschen Rückstand zu seinem Bruder. Der muss ja auch so ein bisschen mit Fink und einen der Bialas-Brüder, in diesem Fall den Fabian, hier rumärgern. Ah gut, der ist aber auch noch ein bisschen weiter wieder dahinter. Und dann hinter weiter eine schöne Gruppe. Hier in Dreikampf bleiben wir da mal drauf. Lugo Kecki.
springen wir da auch mal ins Cockpit hier jetzt ran an Leifholz und Senker. Das ist P18, 19 und 20. Und die sind jetzt hier zu dritt auf der Geraden. Jetzt muss er, findet Duglowski jetzt nicht den Platz. Da muss er mal wieder schauen. Ja, irgendwann wird es dann zu eng. Ja, zu dritt auf der Gerade auf so einen Bremspunkt zuzufahren, das ist immer eine heiße Geschichte. Also da muss man sich dann wirklich irgendwann einig werden, dass es nicht zum und es hat umgemacht kommt. Ja, schauen wir mal weiter. Haben wir hier die nächsten Grüppchen. Also ja, bilden sich jetzt so die ersten, auf gut Deutsch gesagt, die Spielkameraden. Da haben wir Dirk Toms, der hinter Mutz hinterher fährt. Ja, bisschen Abstand hat er auch noch. Dahinter dann Ast, Jack Ast. Und dann springen wir mal weiter, ob wir dann noch ein Grüppchen wieder auffangen. Also ihr seht schon, riesiges Feld hier. Rosic, Biermann und Rupp hier gerade dran. Auch da mal im Cockpit. Vielleicht jetzt gleich der Versuch aus dem Windschatten hier von Rosic. Und Biermann genauso. Und jetzt sind sie zu dritt. Und was ein... Oh, das wird... Oh, da haben wir die Berührung. Ich wollte es gerade sagen. Ja, da fährt er auch geradeaus. Wahrscheinlich die bessere Variante. Ja, da ist das. So fährst du... Ja, jetzt hat er auch noch dadurch Plätze gut gemacht. Das wird gleich bestraft werden, da bin ich mir sicher. Aber da hast du das, da fährst du die ganze Zeit auf der langen Geraden schön zu dritt und erhältst dich noch und auf einmal hast du es, da hast du die Schikane. Ja, da hat tatsächlich einer einfach eine Schikane hingebaut, wo man bremsen muss. Das ist richtig. Es ist eine schwierige Geschichte. Also zu dritt da auf den Bremspunkt zuzufahren, boah. Ging jetzt in der Situation tatsächlich einigermaßen glatt. Und zwar dahingehend, dass es keinen großen Crash gab. Aber das kann natürlich auch in einem wirklich heftigen Unfall enden. Ja, jetzt sind wir am Bildes dran, der hier gerade hinter Horstdorf und Spieler fährt. Und da auch noch auf die Lücke wartet. Und jetzt vielleicht beide aus dem Windschatten. Die Chance jetzt in diesem Moment. Ah, der ist jetzt ein bisschen zu weit weg. Und ihr merkt schon, wir versuchen jetzt so langsam mal ein bisschen ins hintere Feld zu kommen. Aber hinten raus, wie so häufig. Ja, jetzt haben wir noch einen kleinen... Oh, wollte gerade sagen, hat sich ein bisschen sortiert. Aber auch hier ein schönes Grüppchen zu viert unterwegs. Ziemlich handwide, Reinhold und Zehntner hinten dran. Könnten auch schon die ersten sein, die jetzt ja noch ein bisschen mit der Schikane am Anfang zu kämpfen hatten. Ja, das könnte ich denken, ja. Und jetzt wieder das gleiche Bild, Zehntner jetzt innen, könnte auf Simmich den Angriff starten, gucken, ob es reicht und gucken, ob er sich traut. Ja, fährt jetzt erstmal wieder hinten ran, guckt sich das Ganze nochmal weiter an. Aber hinten kommen auch schon die nächsten. Sind noch teilweise, müssen schon wieder die ersten Überrundungen kommen, also das fällt jetzt wirklich langsam auf die ganze Strecke hier verteilt. Und ich würde sagen, wir springen mal einfach wieder nach vorne. Und ihr seht da einen Benkowski, der so langsam, ja, was heißt so langsam, er hat seine 2 Sekunden Abstand, das reicht, das ist in Ordnung. Und Schwarz, der hängt weiter an Seiler und kommt nicht vorbei. Ja, das Bild haben wir jetzt schon, ich weiß nicht. Aber jetzt hier in diesem Moment, da sag ich so, da hat Benkowski den Fehler und da schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja, da waren wir mal wieder drauf. Ich war gerade hier am Broadcast am Schauen und blick zurück auf den Bildschirm und da sehe ich den Benkowski leicht neben der Strecke. Deswegen nochmal hier die Replay, damit wir es alle sehen. Also ich habe noch gesagt, 2 Sekunden Vorsprung ist ganz gut, ist ganz nett. Ja, und dann schauen wir mal, was hier passiert ist. Ja, über die Curbs gekommen, leicht raus. Das kostet Zeit und dann sagen die anderen beiden vielen Dank. Und da sortiert Benkowski erstmal hinter ein. Ja, das ist ärgerlich. Vor allem ist das eine Stelle, ja, da war er vielleicht kurz nicht hundertprozentig konzentriert, hat die von der Variante Ascari, hat er die Rechtskurve einfach einen Ticken zu eng gefahren, kommt innen aufs Gras und dann hat man einfach keine Kontrolle mehr über das Fahrzeug. Und dann geht es da im Ausgang rechts ins Kiesbett und die zwei anderen kommen mit Geschwindigkeit und fahren vorbei. Ja, und der Schwarz, der freut sich nämlich jetzt und zeigt sich weiter, denn plötzlich ist Platz 1 ziemlich nah. Und was wir jetzt sehen... Das ist ja das, was wir gerade schon gesagt haben. Wir haben ein riesiges Feld heute. Wir versuchen es auch immer wieder, jeden möglichst mal zu zeigen. Aber es ist schlichtweg gar nicht möglich, um halbwegs die Übersicht zu bewahren. Deswegen auch hier die Ansage, wenn ihr unbedingt jemanden noch sehen wollt, wo ihr sagt, okay,
Was macht zum Beispiel der Zenker? Einfach kurze Info, welcher Platz, dann springen wir da drauf. Aber Seiler, ordentlich mit Problemen, er hat es gesehen, er am Gehirs Heck leicht weggerutscht. Schwarze auch hinter die gelbe Lackierung und jetzt hat er die Chance im Exit. Ja, aber macht Seiler erstmal wieder dicht. Aber Basti, man sieht, die Nerven, ich würde nicht sagen, liegen blank, aber... Ja, sie sind zu sehen auf jeden Fall, ja. Sie sind auf jeden Fall zu sehen. Klar, die Fahrer wissen natürlich auch, jetzt geht's hier los mit der Saison und jetzt geht's hier los mit Punktesammeln. Seither war alles immer noch ein bisschen Spaß. Aber ich sehe gerade, wo ist denn... Der Seiler ist weg. Der Uwe Seiler ist weg. Der ist komplett weg. Der hat mal eben sich aus dieser Veranstaltung hier verabschiedet. Ja. Okay. Der Uwe Seiler ist weg. Und welche magischen Tricks hat hier Heiko Schwarz gerade angewandt? Das ist eine berechtigte Frage, glaube ich. Und da wird jetzt der Teamkollege Benkowski jetzt auch sagen, Moment, was hast du mit ihm gemacht? Und hat jetzt vielleicht auch schon ein bisschen Angst, dass der Schwarz den Trick nochmal anwählt, dass der Benkowski sich ja auch auflöst. Ja, also das sieht nach so einem klassischen Disconnect aus. Wir haben auch im Streamchat von Wolf Jens den Hinweis, nachdem ich ja vorhin gemeint habe, dass ich auch kurz weg war, dass das Spiel, wenn das Spiel ein Update macht, fliegt man. Ich weiß zwar nicht, wo dieses Update jetzt herkommt, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass genau das Gleiche auch passiert ist bei Seiler. Aber ich glaube, da müssten es noch eigentlich ein paar mehr betreffen jetzt, oder? Ja, ich bin ein bisschen ratlos gerade. Ja, ich glaube ein bisschen dran, dass der Heiko Schwarzer den einen oder anderen Trick angewandt hat. Weil ich sag mal, erst der kleine Fahrfehler kam und jetzt ist er weg. Also bei Minkowski aus der Fahrfehler, den einen hat er einfach Luft auflösen lassen. Naja, ich würde sagen, den Heiko Schwarz, vielleicht erwischen wir ihn ja, wenn er am Podium im letzten Rennen ist, dann fragen wir mal einfach nach. Ja, da müssen wir auf jeden Fall wissen, was da der große Trick war. Aber ja, wir sehen es jetzt auch gerade, dass Hotfix 141 da ist und ja, es gibt wohl ein paar Leute so wie mich, die nicht deaktiviert haben, dass man updatet, während eine Session läuft. Ich habe es aber eigentlich auch nicht umgestellt, also wollte ich gleich weg sein. Ja, müssen wir mal schauen, was passiert. Also, ja. Ja, ärgerlich, aber ärgerlich. Das sind so diese klassischen, ja, wir sagen es immer, Motorschäden im Sim-Racing. Ja, aber super ärgerlich, weil ich sag mal, das thematisieren wir ja auch ganz arg oft. Da vorne auf P1, P2, P3 in so einem Starterfeld mit irgendwo 48 Fahrern zu fahren, das macht man ja nicht einfach nur, weil man sich Freitagabends gemütlich hinsetzt und ein paar Runden fährt, sondern da bereitet man sich vor und da nimmt man sich viel Zeit unter der Woche, macht viel Arbeit und wenn man dann ja die Leistung nicht abrufen kann, weil einem die Technik einen Strich durch die Rechnung macht, das ist umso ärgerlicher. Wenn man sie selber nicht abrufen kann, dann kann man sich selber über sich ärgern, aber wenn die Technik da nicht mitspielt, das ist natürlich super frustrierend. Es ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit er jetzt wieder fit wird für den nächsten Lauf, für die Leute, die jetzt von diesem Disconnect betroffen waren. Ob man dann einfach wieder mitspielt und vor allen Dingen, ob man auch die Konzentration direkt wieder da hat. Man ärgert sich ja natürlich. Man sitzt da jetzt im Rig, man beißt wahrscheinlich ins Lenkrad, tritt den PC um und verflucht alles. Und vor allen Dingen in der Situation, in der Seiler gerade war, der ja wirklich vorne war. Also, boah. Maximal ärgerlich. Ich denke schon, dass wenn es noch mehrere Fahrer gibt, die davon betroffen sind, dass die zum zweiten Rennen wieder joinen können. Das ist natürlich auch der schöne große Vorteil von so einem gesplitteten Event, wo Rennen 2 nicht direkt an Rennen 1 hängt. Das heißt, es auch keine Startaufstellung in Bezug auf Rennen 1 gibt, sondern nochmal ein neues Qualifying gefahren wird. Das heißt, die Jungs haben jetzt halt, sage ich mal, das erste Rennen verloren, können aber zum zweiten Rennen wieder ganz normal joinen und dann einfach wieder zur Qualifikation einsteigen. So, hier das Manöver jetzt von Visa auf Feigl. Jetzt wird so ein bisschen die PS ausgetauscht. Wer bringt hier mehr auf die Piste? Und das sieht für Visa, reicht noch nicht für Visa. Er ist jetzt außen. Ja, sortiert sich jetzt wieder hinten ein. Also sehr fair gesehen, passt noch nicht. Jetzt vielleicht innen nochmal die Chance. Oder jetzt auf Start und Ziel den Speed mitnehmen. Schau mal, könnte reichen. Könnte jetzt gleich reichen. Gucken, wie er sich jetzt an den Windschatten ransaugt. Springen wir mal ins Cockpit. Ah, okay. Reicht nicht ganz.
Da fehlt Visa so ein bisschen die Power. So, und Visa guckt jetzt auch wieder natürlich ein bisschen nach hinten. Da haben wir nämlich Yannick Tümmel, André Schwarz auf 8 und 9. Ja, die müssen jetzt vorne gucken, dass sie sich nicht zu sehr im Zweikampf aufreiten. Denn ansonsten wird da aus dem Zweikampf ganz schnell ein Vierkampf. Weil die beiden anderen, Tümmel und Schwarz, da natürlich hinten entsprechend aufschließen und ja, dann erstmal den Visa ins Visier nehmen und versuchen werden, da vorbeizukommen. Ja, und vor allen Dingen, wir haben es ja gerade gesagt, Vierkampf, aber es könnte schon fast ein Fünfkampf werden, weil auch Veit ist relativ nah dran und wie du gerade schon sagtest, sobald die Jungs da ein bisschen im Zweikampf sind, dann guckt man ja prinzipiell auch nicht immer nach hinten, weil dann ist man absolut fokussiert und ja, da fehlen dann die Zehntel. Ich sag mal so, für uns ist es schön und da sehen wir auch die gelben Flaggen parallel. Ja, für uns ist es schön, das sind schöne Zweikämpfe, für die Zuschauer auch. Und ja, Schwarz, muss man sagen, hier der Gewinner hält sich auf 1 Benkowski mit einer Sekunde vom Leib. Was traust du Benkowski noch zu? Boah, wird schwierig, glaube ich. Also, er hat natürlich vorhin den Fehler gemacht. Ja, ich weiß, kommt natürlich darauf an, wie schnell er jetzt wieder in den Tunnel zurückfindet und wie schnell er wieder wirklich zu seiner Routine findet und zu seiner flüssigen Fahrweise. Aber eine Sekunde ist natürlich schon relativ viel Zeit und die beiden waren ja in der Quali auch relativ dicht beieinander. Die trennte nur so, weiß ich nicht, 1,5 Zehntel. Entsprechend sind die eigentlich auf dem gleichen Level unterwegs und da die Sekunde zuzufahren, ohne dass es vorne einen signifikanten Fehler gibt, das wird schwierig. Ja, sind auch gut unterwegs, weil man sieht auf P3 Tobias Kraus hat freie Fahrt, kann auch, wenn er hinten schaut, dann sieht er den Fights-Driver noch ein bisschen grüßen, aber nicht so weit, dass er sich da Sorgen machen müsste. Gucken wir mal weiter, also er ist jetzt ja 3,3 Sekunden hinter Benkowski. Ob er jetzt da nochmal eingreifen kann, ist natürlich dann eine berechtigte Frage. Ich glaube nicht, also zumindest nicht aus eigener Kraft. Ich glaube, wenn Benkowski es schafft, die Lücke zu schließen und Schwarz in den Zweikampf zu verwickeln, dann sehe ich doch noch eine tatsächliche Chance für Kraus ranzukommen. Aber ich glaube, aus eigener Kraft wird das nicht reichen. Das sind die beiden da vorne ja doch einen Ticken zu schnell und einen Ticken zu konstant unterwegs. Ja, aber eine schöne Gruppe sehen wir hier. 6, 7, 8. Visa, Feigl und Tümmel. Und der Tümmel, der hängt hier weiter an Feigl dran und versucht hier vorbeizukommen. Jetzt auch nochmal Faust im Windschatten. Wir springen ins Cockpit. Aber auch hier sieht man, oh ja, da ist die Bremse und da hat er gar nicht mitgerechnet. Und da geht es geradeaus und schon sind wir wieder drauf und passiert sowas. Liebe Leute, langsam mache ich mir Sorgen. Schauen wir uns das nochmal aus dem Heli an von außen. Ja, der viel zitierte BNB-Moment. Ja, also wer unsere Streams in letzter Zeit verfolgt hat, es wirkt langsam eine Seuche. Es war erst so ein bisschen Running Gag, aber mittlerweile mache ich mir echt Gedanken. Ja, wir müssen gucken, dass wir das wieder loswerden, auf jeden Fall. Also schaut es euch an, ihr habt es ja gerade gesagt, geht ihr aus dem Windschatten dran, kommt näher. Dann auf der Bremse, ja, Mist, verpasst, da geht es geradeaus weiter. Hat sich gedacht, alles klar, flüge ich ein bisschen das Gras und weiter geht die wilde Fahrt hier. Ja, da hat er sich einfach klassisch verbremst. Und anstelle dessen sein Fahrzeug da jetzt irgendwie völlig verzwungen noch durch die Schikane durchzuprügeln, hat er einfach die Möglichkeit genutzt und ist geradeaus über die Wiese, um nicht allzu viel Zeit zu verlieren. Und ja, das war ein klassischer Fahrfehler. So, auf 13 Jelnowski. Und dahinter Nelios, aber Nelios ja noch ein bisschen Abstand, also kann er gerade noch nicht eingreifen. Oh, da haben wir hier Bialas mit Problemen. Das nutzt in diesem Moment und zieht erstmal vorbei. So, schauen wir mal weiter. Hier auch eine, ja, dann wissen wir mal fast Vierergruppe hier im Mittelfeld. Und oh, hinten, das ist aber noch besser aus, da springe ich doch da mal hin. Drei Fahrzeuge nehmen wir. Das kann man natürlich nicht schlagen, auch hier eine Grüppchen. Und wir springen mal hier in das Zeitmuster. Weil jetzt natürlich, ja, habe ich schon befürchtet, wir haben die Überrundeten schon mit drin, hier 10 auf 36. Ja, das ist natürlich jetzt auch spannend, wie man sich so ein bisschen durchs Feld mogelt und guckt, alles klar, mit wem kann ich jetzt fighten.
Das kann Schlepp mit Rosic machen und da wird jetzt auch gleich der Angriff kommen. Dann schubst er nämlich gleich von der Strecke und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt zeigt er sich außen. Ja, reicht das vielleicht? Nee, sortiert sich wieder ein. Jetzt sind gleich auf und... Ja, also schöner Zweikampf zwischen den beiden hier. Sehr diszipliniert, schöne Platztausche. So wollen wir es sehen und jetzt vielleicht für Schlet die Chance. Besseren Exe kommt da raus, zeigt sich hier ganz außen. Weiß jetzt natürlich, gleich kommt eine Rechtskurve. Muss ich da wieder aufpassen? Und dadurch macht Rosic die Linie hier auch wieder dicht. Jetzt vielleicht den Speed von außen mitnehmen. Also sehr, sehr schönes Duell. Aber ja, da sieht man es, Ideallinie ein bisschen verpasst. Fehlt der Speed, fehlt der Grip. Und dementsprechend Rosic vorneweg und Schlet dahinter. Aber bleiben wir drauf, jetzt nochmal aus dem Windschatten. Also er ist hartnäckig, der Mercedes hier. Wieder die äußere Linie, jetzt gleich erst eine Rechtskurve, dann eine Linkskurve. Ja, Rosic hat sich gut positioniert. Also er hat auf jeden Fall die bessere Linie jetzt am Bremspunkt. Ja, hat er gut gemacht. Jetzt hat man die Probleme bei Schlet gesehen. Hat er dann auch gedacht, war nicht ganz so gut. Und jetzt auch beim Rausbeschleunigen, ja, ein bisschen quer gestanden. Ja, und da fehlt es jetzt mal wieder. Genau, hat er direkt wieder ein bisschen Zeit verloren und muss sich jetzt wieder über den Rest der Strecke rankämpfen, dass er auf Startziel dann vielleicht nochmal ein Manöver setzen kann. Hat jetzt aber Fink auch im Heck. Ja, an dieser Stelle begrüßen wir No Botter hier im Streamchat. Schön, dass du dabei bist. Guten Abend. So, und weiter gehen wir also. Oh, da sind wir auch schon wieder einmal die Schikane hier verpasst. Ja, und das ist das viel Zitierte, was wir schon gesagt haben mit Rosic. Du hast die Zweikämpfe, du konzentrierst dich drauf, ja, und da neigt man halt mal zu Fehlern. Ja, da hat er halt einfach auch da einen klassischen Fahrfehler eingebaut. Wenn man da in der Schikane zu hart über die Curbs drüber räubert, dann versetzt einem das Fahrzeug ganz heftig. Und da verliert man relativ stark die Kontrolle und verliert auch viel Zeit. Und genau das ist Rosic an der Stelle passiert. Ja, was man jetzt hier sieht, vorne auf P2 Benkowski bis auf eine halbe Sekunde an Schwarz dran. Wir schauen auf die Uhr. Ja, knapp 11 Minuten hat er noch Zeit. Also so langsam, wenn er sagen will, okay, P1 interessiert mich heute doch noch ein bisschen, dann muss er dranbleiben. Oder meinst du, er wartet jetzt, ein bisschen gucken, dass der Schwarz einen Fehler macht und dann vielleicht auch bei so einer Überrundung zuzuschlagen? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass der tatsächlich volle Pulle unterwegs ist. Ich glaube, dass die beide volle Pulle unterwegs sind. Und ich glaube, dass Benkowski wirklich dafür kämpft und dafür arbeitet, dass er da jetzt noch einen Ticken näher rankommt an Schwarz und sich wirklich in den Windschattenbereich reinbewegt, um dann auf der Startzielgerade oder auf einer der Geraden ein Manöver zu setzen. Denn er hat ja vorhin schon ein paar Runden geführt. Das heißt, er kennt die Luft da an der Spitze und da will er auf jeden Fall wieder hin. Ja, und er kennt natürlich auch noch seinen Fehler, aber da hat er sich anscheinend auch gut von erholt. Weiß jetzt, wie schnell das passieren kann. Aber ich sag mal so, mir fehlt noch so ein bisschen, klar, er ist jetzt 0,5 Sekunden dahinter. Aber ja, so ein bisschen mehr, dass er versucht, Schwarz unter Druck zu setzen. Auch vielleicht sich jetzt mal kurz zeigen. Einfach, dass Schwarz gezwungen ist, ein bisschen mehr in den Rückspiegel zu schauen. Weil so fährt er einfach brav, fröhlich hinterher. Das ist mir noch so ein bisschen zu sanft gerade. Ja, er ist halt zwei Zehntel zu weit weg, um sich da ernsthaft zu zeigen. Also ich sag mal, Schwarz wird sicherlich auch die Abstände so ein bisschen im Blick haben. Und er sieht, der Benkowski, der hat 7 Zehntel Rückstand. Der bewegt sich da irgendwo, ja, auf einem Niveau, das mich jetzt noch nicht wirklich interessiert. Da kann der da hinten auf der Strecke zappeln, wie er will. Das interessiert mich da vorne nicht. So, springen wir mal rüber, gucken wir über den Heckspoiler. Aber auch hier sieht man also Benkowski hinten ran. Aber jetzt ja nach Schikane. Hier im Exit, im Rausbeschleunigen über Schwarz immer wieder besser unterwegs. Ja, das kann noch ein paar Ründchen so gehen. Ja, aber irgendwann ist die Zeit vorbei. Deswegen, aber bleiben wir mal. Schauen wir jetzt mal. Jetzt haben wir nämlich gleich eine Situation, da bleiben wir noch eben drauf. Wir haben jetzt zwei Überrundungen und da haben wir nämlich davor Hauptmann und Hostorf. Und die beiden, die fahren nämlich auch hier Rennen. Die kämpfen hier um P39. Das könnte und jetzt tatsächlich die Situation werden, ja. Auf die Benkowski hier vielleicht wartet. Ja, ja, das kann sein. Hauptmann und Hostorf müssen jetzt irgendwann mal in den Rückspiegel gucken. Natürlich kriegen sie die blauen Flaggen und natürlich ist ihnen bewusst, dass da hinten jetzt die Spitze kommt. Aber die zwei, wie du schon sagtest, die fahren halt auch ihr Rennen und die möchten jetzt auch nicht unbedingt elementar viel Zeit verlieren. Und vielleicht gibt das die Möglichkeit für Benkowski nochmal einen Ticken näher ranzukommen und dann ein Manöver zu setzen. Das ist ja auch der Moment, man muss jetzt auch sagen, die beiden, die werden das wahrscheinlich gar nicht richtig mitbekommen. Die sind hier komplett jetzt und kämpfen um P39. Ich hoffe es natürlich jetzt gleich, hier sehen auch Benkowski kommt weit raus.
Aber das kann man ja dann nicht mal vorwerfen. Da muss man wirklich aufpassen. Jetzt auch, man sieht es jetzt, versucht Schwarzer Motto, Leute, ich bin der Erste, lasst mich vorbei. Ja, da geht er hart auf die Bremse, jetzt darf es natürlich keine Berührung. Und da kommt nämlich Benkowski jetzt sehr nah dran. Und da wäre es nämlich vielleicht schon passiert. Das kann dann nämlich sehr, sehr ärgerlich sein. Ja, das, also so wie das jetzt ablief, das spielt jetzt Benkowski absolut in die Karten, weil das hat ihm jetzt einfach nochmal 2-3 Zehntel gebracht und jetzt hängt er wirklich im Windschatten. Jetzt ist er in der Position, jetzt dass muss er sich zeigen kann. Genau, jetzt ist er dran, jetzt muss er vielleicht mal zeigen und sagen, alles klar, ich fahre nicht nur hinter dir, Herr Schwarz, ich will jetzt auch wieder auf P1 und was auch immer du mit meinem Teamkollegen vorhin gemacht hast, das werde ich jetzt rächen. Ich glaube, dass das Manöver jetzt kommt. Es wird jetzt, am nächsten Bremspunkt kommt was. Es muss was kommen. 7 Minuten, ja, aber jetzt zeigt er sich auch. Also jetzt sieht man Schwarz auch ein bisschen mehr hier in der Defensive. Versucht die innere Linie dicht zu machen. Fast die Berührung. Aber endlich ist das drin, was wir von Benkowski sehen wollten. Diese Gier auf P1. Und Schwarz hat gemerkt, er muss jetzt auf jeden Fall. Ja, jetzt geht auch die Lichtung an. Jetzt fängt er an zu spielen. Jetzt macht er mit. Jetzt ist er wach. Jetzt ist er da, ja, jetzt. Und da bleiben wir deswegen auch, liebe Leute, jetzt hier drauf. Jetzt schiebt er den Schwarz hier förmlich vor sich her. Also wirklich der Wahnsinn. Und spätestens jetzt wird Schwarz auch merken, alles klar, ich muss jetzt aufpassen, muss gucken, was passiert. Und Benkowski muss jetzt die Chance nutzen und dranbleiben. Jetzt ist natürlich die Frage, was er macht. Versucht er jetzt, so eng wie er jetzt momentan dran ist, bis auf Startziel zu bleiben und dann auf der Startziel, auf der langen Geraden mit viel Windschatten das Überholmanöver zu setzen? Oder versucht das jetzt hier vor der Parabolika, wo wir uns jetzt auf dem Weg hin befinden? Ja, es ist ja auch immer so gefährlich, also so dicht aufzufahren, du kannst dich ja komplett nicht mehr auf deinen eigenen Fahrstil konzentrieren. Und jetzt sehen wir auch Schwarz wieder leicht vorne weg, jetzt hier beim Anbremsen sich vielleicht mal wieder ein bisschen zeigen. Aber ich befürchte, jetzt haben wir gleich wieder das alte Bild, dass Benkowski nicht mehr ganz so reinkommt. Ja, er hat ein bisschen wieder verloren, er musste wieder ein bisschen abreißen lassen. Und ja, es ist natürlich richtig, also wenn man so dicht hinter einem Fahrzeug herfährt, dann verliert man schon so seine eigene Linie auch ein bisschen aus dem Blick und fährt nicht mehr ganz so sauber. Und ich glaube, das hat ihn jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit gekostet. Ich würde sagen, während ich mal hier weiter... Oh, jetzt hier vielleicht aus dem Excel. Na, bleib du mal bitte vorne, beobachte die Jungs weiter. Ich springe hier nochmal weiter durchs Feld und wenn da was passiert, schalten wir schnell wieder um. Gerne. Und da haben wir also Tobias Kraus auf P3. Der hat jetzt das Gleiche. Der hat jetzt hier die Überrundungen. Ja, der geht da die Lichthupe an. Lieber Bentley, lass den Bentley vorbei. Passiert ja auch ganz gut an Hauptmann vorbei. Jetzt hat er Hostorf vor sich. Aber Tobias Kraus kann das auch noch relativ entspannt eingehen. Ihr seht es unten links, da sind die Live-Zeiten. Und Falls Driver, ja, auf P4 wird er auch ganz zufrieden sein hier. Kann sich auch so ein bisschen jetzt ja auf sich konzentrieren, wie man so schön sagt. Er hat noch 5 Minuten. Weiter geht's. Feller, auch er, also vorne, doch ein bisschen entschlankt. Schauen wir weiter. Tümmel auf P6 ist auch 2 Sekunden Vorsprung auf André Schwarz. Aber hier haben wir wieder unser Grüppchen. Wiesa und Jelenjowski und eine Überrundung. Und dann bleiben wir mal beim Jelenjowski und springen da ins Cockpit. Und da geht es jetzt um P9. Und natürlich, oh, der Fight, der ist jetzt auch noch bei. So ein schöner Dreikampf. Und was machen unsere Jungs vorne parallel? Willst du mal eben kurz den Radioreporter spielen und den Zuschauer mal teilhaben lassen, was so passiert? Unverändert. Benkowski hat knapp 2 Zehntel Rückstand und kommt auch nicht wirklich in die Position, dass er angreifen kann. Also das ähnliche Bild, was wir gerade haben. Aber hier diese Gruppe, die macht das auch gut. Also Veit vorneweg, Wiesa und Jelenjowski dahinter. Und da geht es nämlich hier um P8 und... Ja, sieht's hier, also Wiesa auch hier bald rausgekommen. Jetzt vielleicht die Chance an Veit hier an AMG vorbeizuziehen. Schauen wir mal auf Wiesa. Na, jetzt ist er ein bisschen zu weit weg. Ja, versuchte sich eben ein bisschen zu zeigen. Muss jetzt natürlich hier einen guten Exit bekommen. Das schafft er aber nicht ganz so, dass Veit erstmal wieder die Gunst der Stunde nutzt und da jetzt erstmal sich wieder ein bisschen absetzen kann. Vorne scheint es jetzt tatsächlich sich entschieden zu haben. Benkowski hat Zeit verloren und hat jetzt über 1 Sekunde Rückstand. Und entsprechend bei noch 3 Minuten 30 wird es schwierig werden, wenn Schwarz keinen Fehler mehr einbaut. Ja, wir sind jetzt gerade auch wieder drauf. Also
Er hatte zwischenzeitlich die Chance, was zu machen, war dann auch schön aggressiv dran, das hatten wir hier gesehen. Ja, aber dann wohl doch nicht ausreichend und Schwarz ganz souverän weiter vorne weg. Ja, hat sich da überhaupt nicht beeindrucken lassen und ist ganz ruhig und konzentriert und sauber seine Runden weitergefahren und seine Zeiten weitergefahren und hat sich vorne behauptet. So, schauen wir mal aber weiter, ob wir noch hier unser Grüppchen weit Visa Jelniowski. Das hat sich ein bisschen weiter entschlackt. Ach ja, dich, Basti, bitte ich gleich mal eben vom Rennergebnis, da mir gleich das Ganze auch nochmal aufzunehmen, festzuhalten im Screenshot, damit wir das nachher nämlich noch für die Fahrerinterviews verwenden können. Natürlich. Das ist wunderbar, so funktioniert das hier. Und dann gucken wir mal weiter. Also im Feld auf 16, Lummer, Mutz. Dahinter gucken wir, dass wir nochmal vielleicht ein paar Zweikämpfe hier sehen, kurz vor Schluss. Weil wir wissen, vorne, da tut sich jetzt gerade nicht so viel. Da haben wir noch Toms, der an Leifholz hier vielleicht nochmal dran ist. Da noch ein kleines Chance, ein Audi-internes und ein Team-internes Duell. Das ist ja auch immer so die Sache, wie weit versucht man da jetzt was oder lässt man den Teamkollegen weiter vorfahren? Ah, ich glaube, die werden sich jetzt, also wir sind jetzt bei noch 1,40 Rennzeit, das heißt noch eine Runde im Normalfall, die werden sich da jetzt hoffentlich nicht gegenseitig über den Haufen fahren, so kurz vor Schluss. Nee, das sieht ja sehr, sehr, ja, gediegen aus, haben den Rosic vor sich. Das ist ja die Frage, was da jetzt nach vorne noch geht. Schau mal hinten, aber da sehen wir doch schon wieder einen Zweikampf. Und da zieht hier in diesem Moment auch Rupp gegen Ast. Da geht Rupp aber auch wieder vorbei. Jetzt Ast vielleicht nochmal innen die Chance. Ah, hat er ordentlich an Schleudern kommen hier. McLaren, Rupp. Das ist jetzt die Chance vielleicht für Ast. Jetzt auch gleich die bessere Linie innen. Ja, sortiert sich auch innen wieder ein. Zieht hier an Rupp erstmal vorbei. Ja, die haben jetzt im Verlauf der Parabolica einfach zweimal die Plätze gewechselt. Also Rupp hat im Eingang einen Ast überholt und... Aber Rupp zeigt sich hier. Ah, gut. Versuch's doch. Ich dachte, er setzt nochmal an. So weit weg. Und Ast hat dann im Prinzip im Exit der Parabolica mehr Schwung mitgenommen und konnte sich den Platz wiederholen. Und mehr Schwung hat Rupp jetzt auch wieder mitgenommen. Hier aus dem Rausbeschleunigen könnte jetzt an Ast vorbeiziehen. Ja, außen ist die Strecke ein bisschen weiter. Reicht es jetzt hier vielleicht? Jetzt geht es nämlich gleich wieder auf eine Linkskurve. Jetzt heißt es, wer hat mehr Speed? Beide gleich auf, Ast und Rupp. Aber der Vorteil jetzt, na, wow, da macht, sag Ast, alles klar. Das Ding mache ich zu, du kommst jetzt nicht vorbei, ja. Und deswegen sortiert sich Rupp erstmal wieder dahinter ein. Ja, hat er ein bisschen zurückgesteckt. Ansonsten hätte es, glaube ich, geknallt da in der Kurve. Und ja, hat er zurückgezogen. War auch nicht vorne. Ast war vorne. Also gehörte Ast auch die Kurve. Von dem her sauberes Racing. Ja, und jetzt sind wir in der letzten Runde. Das heißt, wir gucken mal eben. Und ja, wir sehen Schwarz souverän vorne weg, der wird es jetzt auch nicht mehr nehmen lassen und man muss sagen, ja, der Disconnect, das ist ärgerlich, aber er hat es ja auch verdient trotzdem, der Schwarz. Ja, fehlerfrei durchgekommen, tolles Rennen gefahren, hat sich in der Phase, als Benkowski so ein bisschen aufkam vor zwei Runden, überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen und aus der Ruhe bringen lassen, sondern ist da ganz ruhig seine Sache zu Ende gefahren und von dem her wird er jetzt gleich auch verdient als Sieger über die Linie gehen. Ja, und Benkowski, wie gesagt, hier auf P2. Ja, letztendlich muss man auch sagen, ja, der kleine Fehler. Aber Schwarz hat gesagt, dass er hat gezeigt, dass er schnell fahren kann. Dementsprechend wird Benkowski, glaube ich, mit P2 da auch sehr, sehr zufrieden sein. Und das heißt für uns unser erster Lauf. Und Schwarz, der geht nämlich jetzt über Start und Ziel, ist dann gleich beendet. Aber es, liebe Leute, es geht ja gleich noch weiter. Wir haben ja noch einen zweiten Lauf. Das war es ja noch nicht. Genau, wir gehen jetzt ja gleich nochmal in ein 10-minütiges Qualifying. So, und Schwarz jetzt über Start und Ziel sichert sich das erste Ding. Benkowski auf 2, Tobias Kraus auf 3. Und dann machen wir... So, jetzt sehen wir auch schon die ersten Fahrer. Dann haben wir Tümmel auf 5. Haben wir noch ein bisschen Abstand. Ja, und dann war das jetzt. Jetzt fahren sie gleich alle rein. Also Tümmel jetzt auf P5 gleich rein, auf Feller auf 2.
Und da sieht man natürlich schon, wie gut die Ersten da weggekommen sind, was da für ein Tempo hinter war, oder? War ordentlich Tempo drin, ja. Wir haben relativ weit hinten auf 18, 19 noch eine tolle Kampfgruppe gerade. Oh ja. Leifholz, Mutz und Thoms, die da am Fighten sind. Und dahinter die nächsten drei mit Bialas, Fink und Zenker, die sind auch noch am Kämpfen. Ja, also hier ist noch nicht alles entschieden. Vielleicht Leifholz, jetzt der lachende Dritte im Kampf. Mutz und Rosic, 17, 18 und 19. Also überall unsere Zweikämpfer. Also nutzen wir die Chance, die sich hier noch bietet, für uns da noch was zu sehen. Ja, jetzt gehen sie gleich auf. Und jetzt könnte Chance sein, Leifholz. Ja, jetzt muss Leifholz da sein. Das macht er gut jetzt innen. Jetzt gehen sie zu dritt. Leichte Berührung. Kommt Leifholz jetzt hier noch vorbei? Nee, es reicht nicht. Ah, ein schönes Finish hier gesetzt. Haben sich noch auf der letzten Runde noch ein heißes Duell geliefert da. Weil die waren da auch in der Variante Ascari schon ziemlich heftig am Fighten, ja. Ja, und dementsprechend so nach und nach trudeln jetzt die Fahrer ein. Ihr habt es gesehen, ein riesiges Feld. Ich hoffe, wir haben das ein oder andere da einfangen können, aber es ist ja wirklich der Wahnsinn. Also es ist schön, das zeigt ja, dass das Ganze angenommen wird, die Meisterschaft. Und es ist auf jeden Fall was, womit man arbeiten kann. Und ich kann mich ja immer erinnern, wir haben uns ja früher immer beschwert, dass die Teilnehmerzahlen immer so gering sind. Und da ist mein Co-Kommentator schon wieder weg. Den hat es wieder die Sprache verschlagen. Naja, also auf jeden Fall, erste Rennen ist vorbei. Wir sehen nochmal hier das Timetable. Da seht ihr schon mal die ersten 30. Und ich glaube, das macht Lust auf mehr. War, glaube ich, ganz nett. Und das heißt, wenn ich jetzt richtig informiert bin, haben wir jetzt gleich 10 Minütchen Pause. Und dann machen wir uns gleich bereit für den zweiten Lauf. Und ich warte mal, bis der Co-Kommentator hier wieder reinschneidet. Ah, noch ist er nicht zu sehen. Aber ihr könnt es ja einfach mal in den Stream-Chat schreiben, was ihr so sagt, wie ihr das Rennen so fandet, wie ihr generell diese kurzen Events, diese Sprint-Events, diese 35 Minuten findet, ob das was für euch ist oder ob ihr da sehr sagt, ja, ich bin jetzt so persönlich mehr der Endurance-Typ. Ich muss sagen, also diese Sprintrennen, die haben was, das ist immer für mich ein bisschen das Salz in der Suppe. Man hat nicht viele Chancen, man ist gezwungen, ein bisschen aggressiver zu fahren und ja, Fehler werden natürlich auch noch härter bestraft. So, also ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Wir schalten nicht wie die Formel 1 nach Köln, aber ich lasse euch dennoch ein kleines Bild hier. Und sobald es weitergeht, sind wir dann wieder live on air. Und wir freuen uns natürlich dann auf den zweiten Lauf und auf noch mehr Action hier aus Italien. User joined your channel.
So, und so schnell geht's schon wieder. Und da sind wir auch wieder live on air. Sehen jetzt also Qualifikation 2. 10 Minuten haben wir noch eben. Und das heißt also langsam wieder bereit machen für den zweiten Lauf. So, was war das denn? Jetzt habe ich nicht gesprochen und... Ah, okay. Ich kriege hier gerade die Info, deswegen haut dieses Wake-up, was ihr wahrscheinlich gehört habt. Machen noch etwas länger Pause, wird nochmal neu gestartet. Alles klar. Gut, dann vielen lieben Dank für die Info. Das ist natürlich das Gute, dass wir jetzt hier auf dem Teamspeak-Server mit dabei sind. Und ja, also etwas länger Pause. Das heißt natürlich für die Leute, die gerade schon gedacht haben, okay, ich will jetzt nicht gehen, das ist zu spannend. Das kann ich absolut verstehen, war doch ein sehr, sehr spannendes Rennen, was wir gerade wieder hatten. Vor allem hier um P1 und 2. Ich warte mal auf die Info gleich, wie lange die Pause dann letztendlich sein wird. Und ich sehe auch, der Basti, der ist zumindest schon mal im Discord wieder drin. Ach, im Teamspeak. Ja, das heißt, ich, da ist er. Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, ich nutze dann schnell die Zeit, hole mir auch noch eben kurz was zu essen und rüste mich hier für den zweiten Lauf. Habe jetzt gerade die Info bekommen, mache ein bisschen länger Pause. Es wird nochmal neu gestartet. Okay, dann warten wir mal ab, wann wir die Info kriegen, wie lang die längere Pause sein wird. Und du bist, glaube ich, wahrscheinlich für die Zuschauerzuerklärung jetzt gerade mit dem Handy drin, weil dein Internet weg ist, richtig? Genau. Irgendwie habe ich heute tatsächlich technische Probleme und ja, mein Internet hat sich gerade verabschiedet. Ich habe gerade einen Router neu gestartet und ich hoffe, dass ich gleich wieder voll dabei bin. Ja, deswegen also bitten wir kurz den leicht schlechteren Sound beim Basti zu entschuldigen, aber wenn der Router gleich wieder am Start ist, dann geht's hier gleich weiter. Also wie gesagt, jetzt kurzes Päuschen, Qualifikation Nummer 2 und ich lasse die Bilder einfach ein bisschen bei euch und wenn der Basti möchte, kann er dazu was sagen. Aber ich würde sagen, es sieht halt generell mal eben da warten aus. Das heißt, wir nutzen die Chance, arbeiten mal im Hintergrund eben an der Technik, dass der Basti auch gleich wieder voll da ist. Und ja, wie sagt man so schön, die Bilder bleiben da und der Sound auch. User disconnected from your channel.
So, und in diesem Moment, ihr seht es, die Bilder waren live drauf. Die zweite Qualifikation hier, 10 Minütchen, die startet jetzt. Und, oh, da stehe ich schon. Ja, da hat sich schon einer wieder die besten Plätze hier gesichert, so kann es auch sein. Ja, wenn auch eine Zuschauertribüne, wir sehen es, relativ voll, natürlich kleiner Corona-Abstand dadurch auch noch drin. Da fehlen ein paar Plätze und dann stellst du dich einfach mal neben die Strecke und schaust dir das Ganze an. Und, ja, wir warten mal auf den Co-Kommentator. Ich glaube, der wird gleich wiederkommen. Drücken wir mal die Daumen, dass das Internet wieder da ist. Und so lange schauen wir jetzt, also das ist ja das Schöne, wenn du gemerkt hast, die erste Qualifikation, was habe ich falsch gemacht, wo war mein Fehler? Da hat man jetzt die Chance halt nochmal neu anzusetzen, aus den Fehlern zu lernen. Vielleicht hat man gerade so ein bisschen Schlendrian drin, hat nicht den wirklichen Slot gefunden auf der Strecke, man sieht es ja, sind halt, ja, wir freuen uns, viele Fahrzeuge, aber da musst du halt auch deinen Platz finden, deine schnelle Runde zu fahren. Und ja, wer da jetzt ein bisschen die Fehler gemacht hat, der hat jetzt definitiv was gelernt, versucht jetzt was anders zu machen. Weil, was wir auch gesehen haben, im Rennen ist es verdammt schwierig. Im Rennen ist es schwierig, du kannst nicht einfach hier mal eben deine 30-40 Position gut machen, dafür ist es halt einfach zu kurz. Das heißt, dieser gute Startplatz ist sehr wichtig. Und der Lerneffekt, das ist auch noch spannend, gleich beim nächsten Start. Wir hatten es jetzt gerade beim ersten Start gesehen, wir haben schon vorher ein bisschen fachgesimpelt, woran liegt es, was war da jetzt los? Und der Basti hätte ja gedacht, boah, wahrscheinlich geht es gut. Ich war so ein bisschen pessimistischer. Leider hatte ich recht. Hinten raus doch so ein kleiner Ziehharmonika-Effekt. Und da ist irgendwas im Hintergrund gejoint und das könnte ein Co-Kommentator sein. Ja, das ist richtig gehört. Aber ein sehr leiser Co-Kommentator. Tatsächlich? Ja, ein bisschen leiser. Ich habe aber nichts verstellt. Ja, ich mache nochmal ein bisschen lauter und dann hoffen wir, dass alles gut geht. Also du bist jetzt auch wieder dabei. 7 Minuten haben wir noch Qualifikation. Ich habe gerade schon ein bisschen die Thematik angesprochen, mit den Slots zu finden. Und vor allen Dingen, ja, ist die Frage, war so ein bisschen der Lerneffekt aus dem ersten Qualifying jetzt auch da? Ja, ich gehe mal schon davon aus, dass die Fahrer jetzt einen Lerneffekt auf jeden Fall mitbringen und was gelernt haben. Und ich gehe auch davon aus, dass sie sich jetzt unter Umständen besser positionieren können. Ja, müssen wir mal gucken, zeitentechnisch, wo wir jetzt gerade waren. Ich glaube, haben wir in dem letzten Mal eine 46er, 45er sogar schon gesehen. Waren auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schnelle Zeiten. Okay. Hat sich denn signifikant was am Wetter, an der Temperatur verändert? Ich komme nämlich gerade nicht auf den Server. Okay. Ja, der Wetterfrosch, der sagt, ich blicke mal eben kurz aus dem Fenster. Ja, ich gucke mal, also ein bisschen bewölkt haben wir es, 23 Grad, aber die Track Temperature aktuell 29 Grad, das ist in Ordnung, geht natürlich noch ein bisschen besser, aber ich sag mal so, für unsere Perspektive und aus Sicht des Zuschauers, 23 Grad ist super. Ja, da kann man die Badehose auspacken und gemütlich am Pool liegen in Italien. Ja, definitiv. Ja, und dann haben wir nämlich gleich 5 Minuten, dann geht es nämlich auch schon wieder weiter mit unserem zweiten Lauf. Und ja, Chiller schreibt, Reverse Grid Start wäre doch noch geiler. Ja, das sind ja immer so ein bisschen Input. Das könnt ihr dann gerne den Jungs mal geben vom projectcars-forum.de. Einfach mal da join. Und ich sag mal so, ich finde es ja prinzipiell auch immer gut. Gerade Zuschauer, dafür macht man ja auch Streams. Das ist immer schön. Da kann man ja sagen, okay, wie sieht es aus? Vielleicht könnte man das so und so machen. Das sind dann immer so Sachen, die kann man auch mitnehmen. Aber klar, ist prinzipiell spannend. Und was man aber auch sehen kann, es steckt sehr, sehr viel Potenzial in dieser Veranstaltung. Es steckt unglaublich viel Potenzial drin, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich sinnvoll ist, jetzt mit einem Reverse Grid zu starten. Weil wir haben gesehen, was vorhin passiert ist. Und wenn wir jetzt die Schnellen hinten dran haben... Also ich finde das Reverse Grid halt in dem Sinne immer schön, dass ich bei sowas dann immer auf einmal im zweiten Rennen sehr weit vorne bin. Das ist dann immer ganz nett, aber das ist auch dieser Druck, weil du hast dann diesen Kampf der Schnelleren
die sich dann versuchen, nach vorne zu preschen. Dann geht es wirklich nur darum, wer ist da geschickter? Und da ist also das gefordert, ja, es gibt ja die Leute, die sind schnell, aber die können halt nicht überholen. Das gibt's ja auch. Und dann gibt es die Leute, die sind nicht ganz so schnell, aber sind halt die Weltmeister im Überholen. Das sind natürlich so ein paar kleine Faktoren, die spielen auch zu. Aber Reverse Grid bei 46 Fahrern, wenn man wirklich alle auf 46 beziehen würde, ey, das könnte eine mittelschwere Katastrophe werden. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Muss mich jetzt tatsächlich mal angekündigt nochmal kurz verabschieden. Ich komme nicht auf den Server, ich versuche es mal nochmal geschickt mit einem Neustart. Ich bin dann auf jeden Fall pünktlich zum Rennstart wieder bei euch. Ja, und somit bin ich in diesem Moment wieder alleine. I'm so lonely. Aber was man sehen kann, Uwe Seiler ist zurück. Wer jetzt im ersten Rennen nicht dabei war, für Seiler lief es ganz gut, bis er auf einmal wie von Geisterhand von der Strecke verschwand. Und jeder fragt sich bis heute wahrscheinlich noch, was ist da los gewesen? Vielleicht haben wir ihn danach noch im Interview, da kann er es uns auch erzählen. Er wird jetzt natürlich in der Situation sein, ja, hat jetzt ein bisschen was gut zu machen. Vielleicht auch ein bisschen die Wut im Bauch. Da bin ich mir jetzt gleich mal gespannt. Zeitentechnisch scheint ihn das nicht so beeinflusst zu haben. Ja, und beste Zeit, ja, da war ich gerade ein bisschen großkotzig, die 45er. Aber ich meine, wir hatten sie vor meinem Training gesehen, aber jetzt die 47,5. Aktuell schnellste Zeit, also Uwe Seiler vorne. Und dann gehen wir nämlich jetzt in die letzten 2,5 Minuten. Also wer noch vorhat, hier eine Runde zu fahren, sollte es jetzt dann gleich machen. Und nutzen wir Chance, springen mal hier kurz in den Heli. Und da sieht man es ganz gut. Jeder hier sucht sich seinen freien Slot, lässt sich da den Platz, lässt sich da die Zeit. Ja, Spieler entscheidet sich da nochmal rauszukommen. Aufpassen jetzt hier schön, die Begrenzung beachten. Ja, wann darf er auf die Linie? Macht er gut. Das sieht gut aus. Ja, perfekt. Aber jetzt natürlich, ja. Das ist nämlich das Ärgerliche. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere da hinten gerade auf einer schnellen Runde war. Und die können sie in diesem Moment vergessen. Also, das ist natürlich auch mal immer so ein bisschen Glückssache. Dann hast du die ganze Runde, hast du deinen Platz, weißt, alles klar, ich kann jetzt mal eine schnelle Runde fahren. Dann wärst du fröhlich über Start und Ziel. Und da kommt da so ein Audi, der Spieler heißt, aus der Box. Ja, kann da natürlich nichts für, aber ist mal sehr, sehr ärgerlich. So, und eine Minute jetzt gleich noch. Und dann springen wir hier auch mal wieder auf das Timetable. Und wir sehen auf jeden Fall, Mercedes dominiert hier. Also ersten 5 Plätze, alles Mercedes. Und da sehen wir Seiler, Benkowski, Schlett, Schwarz, Lummer. Alle im Mercedes unterwegs. Ja, das scheint das Fahrzeug schlechthin hier momentan zu sein auf Monza. Ich bin auch wieder da. Ja, wunderbar. Bist du noch auf dem Server? Nein, ich bekomme die Fehlermeldung, dass der Server voll wäre. Okay, das ist natürlich schade, obwohl du ja eigentlich nur ein Zuschauer bist. Richtig, ich versuche auch den Zuschauerzugang zu nehmen, aber da kommt, Server ist voll. Ja, da hat jemand meinen Co-Kommentator ja ausgesperrt. Das ist, ne, wenn man auf einmal mitten im Rennen meint, alles gleich, mach eine Pause, geh aus dem Server. Ja. Das muss bestraft werden. Ja, das schreit schon wieder nach einer Abmahnung, ne? So ungefähr, ja, da musst du jetzt wahrscheinlich... Ja, improvisieren. Ich improvisiere. Seht's mir nach, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen später dran bin, Dinge zu bewerten. Ja, es ist natürlich, also kannst du bestätigen, im Hintergrund hat sich während der Session ein Update installiert, das war bei dir auch so? Ja. Okay, dann wird das wahrscheinlich den einen oder anderen Fahrer hier auch betroffen haben. Bei mir steht wahrscheinlich auch was in der Warteschleife. Ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen. Weil wenn das Update heißt, ich darf kein Zuschauer mehr sein, wäre es sehr, sehr ärgerlich. Ja, das wäre maximal ärgerlich.
Aber ja, also ich hatte das Problem mit dem Update, das hat nicht gekickt. Und dann hatte ich noch, unabhängig davon, gerade noch ein Problem mit meiner Internetverbindung. Also heute ist der Wurm drin. Kein guter Tag. Aber jetzt, ja, wir haben es gesehen, ein paar Fahrer waren dann natürlich auch betroffen im ersten Lauf. Und das will man jetzt auch alles wieder gut machen. Ja, wir haben... Springen wir mal ins Timetable und ich lasse es mal ein bisschen offen, damit du es dann gleich aussehen kannst im Stream. Ja, also ich habe gerade schon so ein bisschen mitgeguckt und wir sehen, dass Seiler, der ja vorhin auch so ein technisches Problem hatte, wieder da ist und sich auch schon wieder auf P2 qualifiziert hat. Entsprechend hat er jetzt auf jeden Fall noch was gerade zu rücken. Ja, und dann bin ich jetzt natürlich gespannt, nicht, dass der Schwarz gleich fährt und dann macht er Schnipp, Schnapp und Seiler und Benkowski sind diesmal beide weg, ne? Wollen wir es mal nicht hoffen. Ah, das... ja. Ja, wer weiß, was der Schwarz da für einen Knopf hat. Ja, man weiß das ja nicht. Wir müssen ja auch sagen, wir lernen die Leute auch erstmal gerade kennen. Und da bilden sich dann immer so einige Phänomene raus. Und das sah schon ein bisschen... Das sah schon ein bisschen komisch aus. Aber warten wir. Jetzt haben wir hier noch einen Gast auf dem Server mit BG774. Vielleicht bin das auch ich, weil ich bin jetzt tatsächlich auch wieder auf dem Server, pünktlich zum Rennstart. Ah, wunderbar. Jetzt schreibt er, bist du Server verlassen. Ja, keine Ahnung. Aber schön, dass du dabei bist. Das macht es gleich auch einfacher, weil wir haben natürlich hier die Herausforderung, die schöne Herausforderung, gleich 48 Fahrer hier durchs Feld zu flügen und das halbwegs so zu kommentieren und zu präsentieren, damit ihr alles sehen könnt. Und da ist das natürlich schon mal gut, wenn wir wenigstens zu zweit hier so ein bisschen durchspringen. Auch das wird für die ersten 2-3 Runden wieder eine spannende Aufgabe, die wir vor uns haben, ja. Ja, definitiv. Können wir gleich noch geschwind im Streamchat den Toni grüßen. Hallo Toni, der jetzt auch zuschaut. Okay, ich sehe das grad, wieder nicht. Der sich jetzt gerade angemeldet hat. So, und jetzt ja, wir haben jetzt hier 3 Minütchen. Das heißt, ich versuche mal wieder eine schöne Kamera einzufangen für euch, liebe Leute. Wie es hier schön nach vorne geht, also nach wie vor eine riesige Startaufstellung. Und ja, ähnliche Frage wie gerade. Wird das gut gehen? Hoffentlich wird es besser laufen als im ersten Rennen. Weil im ersten Rennen war ja da hinten raus doch schon ordentlich Chaos. Und wir hoffen, dass die Jungs jetzt besser durchkommen. Ja, jetzt sehe ich es auch hier, der Toni. Jetzt wird es mir auch angezeigt. Ja, das ist ja... Das sind diese Fehler, die sind halt sehr, sehr, ja, sehr, werden sehr, sehr hart bestraft in so einem Sprint. Denn du hast halt kaum noch Chance, das Ganze wieder gut zu machen. Ja, es gibt keinen Boxenstopp, es gibt keine taktischen Spielchen. Es geht wirklich eigentlich nur darum, 35 Minuten Vollgas abzuliefern. Und wenn es sich dann in der ersten Runde, in der ersten Kurve direkt reißt, dann ja, ist da schon ziemlich viel kaputt leider. Ja, sehr, sehr, sehr ärgerlich. Aber vielleicht läuft es jetzt ja besser. Aber du kannst es im Monster eigentlich ja so wirklich, wirklich unter Kontrolle bekommen, ist schwierig. Also wir haben jetzt auf jeden Fall mal den Vorteil, dass die alle von nicht allzu weit zurückliegender Vergangenheit so einen Start gefahren sind. Dementsprechend müsste das noch für alle parat sein, was da passieren kann. Und vielleicht funktioniert es ja jetzt beim zweiten Versuch ein bisschen besser. Ja, wenn ihr euch fragt, warum der ein oder andere hier so ein paar Zuckungen hat und das Ärschchen, sage ich mal auf gut Deutsch, so ein bisschen rülpt, das heißt eigentlich in diesem Moment nur, dass der jeweilige Fahrer, das jeweilige Mechaniker, die hier sehr gut getarnt und unsichtbar agieren, noch kurz am Auto werken, da wird noch ein bisschen was eingestellt, vielleicht noch die Spritmenge angepasst, vielleicht ein bisschen was an den Schräubchen gedreht, der Abtrieb geändert. Das ist alles, was so hinten raus noch passiert. Und da müssen natürlich das Fahrzeug für anheben. Und damit man sie dann nicht so sieht durchs Feld, sind die Mechaniker hier alle, wir kennen es aus Harry Potter, den kleinen Tarnumhang, den tragen die hier auch. Ja, genau. Also da gibt es jetzt sicherlich den einen oder anderen Fahrer, der da noch ein bisschen was am Setup schraubt. Das ganze Ding hat aber auch tatsächlich einen kleinen praktischen Vorteil, nämlich wenn man sich bis kurz vor Start im Setup-Menü befindet und dieses erst relativ kurz bevor es wirklich losgeht verlässt, dann sind die Reifen noch ein bisschen mehr auf Temperatur, als wenn man schon ja, 2 Minuten fertig im Fahrzeug sitzt. Das könnte durchaus auch der kleine Trick sein. Das sind so die kleinen Tricks, aber ich sag mal so, wir bekommen immer Updates und das wäre, glaube ich, so eine Sache,
die ist nicht so eigentlich, dass sie sein sollte. Und da kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann auch mal wieder weg ist. Ja, vielleicht wurde die ja mit dem Update rausgepatcht, das ich jetzt gerade installiert habe. Das ist natürlich ärgerlich für die, die jetzt das Update dann hätten. Ne? Aber gut, wir sehen, die Uhr läuft ab. Das heißt, wir gehen gleich wieder in Double File. Das lief ja sehr gut ab und dann haben wir gleich wieder unsere erste Schikane. Und da wird es sehr spannend, wie es jetzt gleich vonstatten geht. Aber ich rechne jetzt, ich bin optimistisch und sag, ich wette meine 3 Cent darauf, das wird deutlich besser laufen als im ersten Rennen. Die Hoffnung habe ich auch, ja. Also wie gesagt, die sind ja jetzt gerade schon alle schon mal so einen Start gefahren. Und ja, ist noch nicht so arg lang her, dass es gefahren sind. Und von dem her sollte das jetzt eigentlich hinhauen. Ja, der Christian jetzt auch pünktlich zum Start im Stream-Chat. Also Daumen drücken, dass hier alles gut geht. Wir springen natürlich nach vorne. Der Seiler, der aus der Versenkung wieder aufgetaucht ist. Schwarz vorne, ja, da spielt man jetzt schon ein bisschen miteinander. Gegner provozieren. Und wir sehen es hier, Benz führt erstmal rigoros das Feld an. So, und jetzt gehen wir gleich über Start und Ziel. Und Schwarz und Seiler, kommen sie beide gut weg. Beide, das sieht gut aus, aber Seiler in der Mitte und da zeigt sich hinten auch. Nein, das wird noch nichts, das ist Schlepp, der sich zeigt. Weiß nicht, wo er hin soll. Und jetzt vielleicht der Teamkollege Benkowski, der das Ganze nutzen kann. Schwarz, eine sehr ungünstige Position nach außen. Wird dicht gemacht. Oh, da zischt ein Porsche mal geradeaus komplett vorbei. Und da dreht sich Schwarz. Schwarz dreht sich, ist das ärgerlich. Oh, und da schauen wir nochmal kurz rein. Hier sehen wir es, Schwarz. Ja, aber ohne Fremdeinwirkung. Ihr habt es gesehen. Der dreht sich und jetzt muss natürlich das ganze Feld vorbei. Und sehr ärgerlich. Und jetzt sehen wir Seiler und Benkowski. Die haben das jetzt genutzt. Ah, da gab es jetzt aber auch ein Problem vorne. Oh ja. Jetzt war ich schon... Wir springen nochmal rein, gucken die 10 Sekunden Wasser. Oh, die beiden Teamkollegen schießen sich da ab. Die haben es noch kurz drin gehabt. Da guckt man eine Sekunde nicht auf dem Bildschirm, weil man die Kamera einstellen will. Oh, das ist natürlich super ärgerlich. Und jetzt haben wir Benkowski da vorne, Seiler dahinter, Schlett. Ja, das wirft das Feld jetzt schon mal ordentlich, ordentlich durcheinander. Da fragt der Toni, ist das Monster? Ja, es ist Monster. Mit 4 Ausrufezeichen. Also ich war gerade bei der Startprozedur hinten im Feld bei P30 unterwegs. Wow, und da haben wir Seiler. Eieieiei, kommt hier ganz weit raus. Ja, was ist denn jetzt hier los? Der Seiler, gerade das Problem und jetzt verpasst er hier mal völlig die Kurve und disqualifiziert sich da erstmal von den Plätzen. Und jetzt sind die beiden Teamkollegen, wir sehen sie jetzt hier. Ja, ungünstig gelaufen. Hier für Benkowski und Seiler. Ja, Herr Mann, was ist da los? Und jetzt haben wir einen Kraus vorne. Ja, der hat das alles genutzt und ist da ohne Probleme durchgekommen. Und hat jetzt die Führung übernommen. Wo war denn der Tobias Kraus im ersten Rennen? Der war relativ weit vorne dabei, oder? Der war Dritter. Ja gut, dann hat er sich jetzt... Er wurde Dritter. Aber da, jetzt sehen wir, da steht schon wieder einer quer. Da fahren sie hinten rein. Liebe Leute! Boah, da geht noch eine Berührung. Wir wissen gar nicht, wo wir überall hinspringen. Und dann ist der Jelinowski und... Oh, also ich glaube, wir könnten jetzt wieder ein paar Folgen außer Kontrolle aufnehmen. Wahnsinn! Aber das ist natürlich einfach gesagt so, ach, die Fahrer, die müssen ja aufpassen. Aber es ist die Sache, das Feld, das ist so groß. Du hast gar keine Chance, da irgendwie wieder auf Strecke zu kommen. Dann drehst dich ein bisschen. Ja, sehr, sehr schwierig, sehr schwierig. Jo. Ja, wir haben ein paar Fahrer, die wirklich massive Probleme haben momentan. Und ja, was ich sagen wollte, ich habe mal das Startprozedere da hinten im Feld beobachtet und mir das angeschaut. Und dieser Ziehharmonika-Effekt, der sorgt tatsächlich dafür, dass irgendwo auf P35 die Fahrzeuge wirklich auf der Startzielgerade am Bremspunkt stehen bleiben. Also die bremsen nicht an und fahren durch die Kurve durch, sondern die müssen wirklich auf Null anhalten. Und ja, das sorgt natürlich da für massive Probleme. Ja, jetzt haben wir gerade das Leiden des Zehntner gesehen. Also das Auto ist wirklich, man muss es mal kurz sagen, Kernschrott. Und Falz-Driver auch nur auf P45. Also es muss auch einer sein, der enorm Probleme hat. Hatten ja gesehen, Micha Falz-Driver, einer der schnellen Fahrer hier aus dem letzten Rennen, jetzt auf 45. Der war gerade an der Box.
Und das auch nicht ohne Grund. Ja. Huiuiuiuiui. Also Wahnsinn, Wahnsinn, was hier los war. Und jetzt versuchen wir mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, Ruhe reinzubekommen. Also wir sehen Lummer hinter Kraus. Kraus jetzt in der Möglichkeit, sich ein bisschen abzusetzen. Und Basti dahinter, die Gruppe, Schlett, Benkowski. Hier die beiden Teamkollegen, Seiler, Benkowski. Ja, was geht denn den Jungs jetzt vor? Das viel zitierte Scheiße wahrscheinlich. Also das muss man fast berechnen, ja. Das war mit Sicherheit vorhin, als sie sich da in der Schikane berührt haben, war das mit Sicherheit mal der erste Gedanke. Als Teamkollegen, ja, sie fahren Rennen und ja, sie fahren gegeneinander, aber als Teamkollege möchte man sich eigentlich nicht unbedingt gegenseitig von der Strecke fahren. Und jetzt gilt's, das zu tun, was sie jetzt schon andeuten, nämlich sich wieder nach vorne zu kämpfen. Haben auf jeden Fall Glück, dass sie da nicht den großen Schaden genommen haben. Also sieht noch relativ gut aus hier. Aber wen das jetzt hier absolut ja in die Karten spielt, also Lummer kommt sehr gut weg. Wo war Lummer im ersten Rennen? Nicht unter den Top 5 auf jeden Fall. Ich schau mal nochmal schnell in meine Statistik. Da sieht man auf jeden Fall, was man jetzt unabhängig davon schon mal sagen kann. Jetzt sind so einige Fahrer relativ weit nach vorne gerutscht. Und das ist ja auch das Schöne, wenn du das erste Rennen so hattest, so ach, lief jetzt nicht ganz so gut. Jetzt musst du natürlich in so einer Situation da sein. Ja, das ist ja das Schöne, das wollte ich vorhin, ich weiß gar nicht, ob wir das zu Ende diskutiert haben oder ob uns da wieder irgendeine Situation dazwischen kam. Das ist ja das Schöne an diesem Format, dass wir zwei gleichwertige Rennen fahren, wo wir eigentlich zwischendrin auch einfach die Karten nochmal neu mischen. Das heißt, wenn das erste Rennen so ein bisschen in die Binsen geht, hat man immer noch im zweiten Rennen die Chance, das ganze Ding so ein bisschen gerade zu rücken. Und Lummer, ich habe für mich in meiner Statistik P1 bis P20 und der Lummer war auf 15. Und wenn wir jetzt sehen, dass er jetzt hier vorne auf P2 fährt und sich da auch gut behaupten kann, dann hat er sicherlich im ersten Rennen so ein bisschen Pech gehabt und versucht es jetzt gerade zu rücken. Ja, und das ist ja das, was wir gerade gesagt haben. Die schönen Chancen, jetzt sehen wir aber auch Benkowski und Schlett, die kommen jetzt auch wieder langsam nach vorne. Springen wir mal ein bisschen weiter nach hinten. Hier auch noch ein schönes Feld. Eden, du Glogecki, Graf, Feigl, Leifholz, Feit auf 14. Also hinten raus dann auch wieder ein paar schöne Zweikämpfe. Was uns wahrscheinlich die restlichen 28 Minuten auch hier noch begleiten wird. Ich glaube, wir sehen jetzt gleich schon ein Überholmanöver bei Eden. Ah, reicht nicht. Ja, jetzt sehen wir es aus dem Cockpit von Eden an Glogecki jetzt dran. Ja, jetzt vielleicht in der Nähe. Da sagt Glogecki gleich, nein, da passte nicht durch. Dadurch Eden ein bisschen irritiert, verliert jetzt auch wieder im Exit was. Ja, sehr ärgerlich. Und hinten raus sehen wir den Feigl ja auch noch. So, jetzt vielleicht nochmal die Chance für Eden jetzt. Und schon ist mein Co-Kommentator wieder weg. Ja, jetzt vielleicht nochmal die Chance. Also jetzt nochmal dran, einen guten Exit bekommen. Springen wir auch nochmal hier. Springen wir an die Helmcam. Und ja, wir bedanken uns natürlich und liebe Leute, seht es mir nach. Wir haben hier so ein großes Feld, aber vielen Dank für eure Follows. Vielen Dank für eure Unterstützung jetzt stellvertretend. Auch an S-Lentank und Sebapitz. Schön, dass ihr dabei seid. Habt ihr noch 27 Minuten von einem riesigen, riesigen Fahrerfeld hier der Project Cars Community. Und ich versuche mal weiter hier ein bisschen durchs Feld zu gehen. Und guck mal, ob wir unsere Zweikämpfe hier haben. Und jetzt haben wir Zenker, der könnte sich jetzt vielleicht bei Wolf zeigen. Ja, geht hier schön vorbei. Ja, ganz, ganz, ganz souverän. Und da, oh, da hat Wolf aber ordentlich geschlafen. Jetzt ist er fast nochmal wieder überholt worden. Also wir sehen hier, oh, und da seht ihr auch einen gut ramponierten Wolf. Also er scheint hier auch ein bisschen mit dem Fahrzeug schon Probleme zu haben. Sieht gut mitgenommen aus an dieser Stelle hier, der Porsche. Und da sehen wir auch einen sehr langsamen Mercedes. Das ist Veit. Und da schauen wir mal eben, was da passiert ist. Springen wir mal ein bisschen zurück. Der war sehr, sehr langsam. Ja. Hat allgemein hier sehr viele Probleme. Schauen wir noch mal kurz ins Cockpit, was da vorgefallen ist. Oder aber einfach... Okay, ja, ja. Oh.
Ja, da geht die Hand auch kurz vom Lenkrad, sehr ärgerlich. Ja, da meckert er und gestikuliert er zwischendurch. Mit Recht. Ach, ärgerlich, hier sieht man es. Deswegen war der Mercedes da auch so langsam. Aber noch relativ viel Glück gehabt, muss man auch sagen an der Stelle. So, Basti, bist du wieder dabei? Such's. Ja, da ist er. Ich bin gerade auf einen Wald im AMG, der ordentlich Probleme hat, aber sein, hast du vielleicht noch gesehen, sein Fahrzeug abfangen konnte relativ. Aber jetzt hier, boah, Mädchen im Feld, liebe Leute, schaut euch das an. Da willst du als Fahrer nicht drinnen sein. Nee, es ist wieder ganz viel, durcheinander Situationen und gefährliche Situationen auf der Strecke, ja. Ja, jetzt sehen wir, dass Rutsch Adel an Ast wieder vorbei, setzt sich der Porsche hier wieder vor und hinten raus. Also wirklich Wahnsinn. Wir gucken gleich mal, was vorne passiert. Aber da bleibt man ja ganz schnell. Nun, der Toni schreibt, kann ja nur zusehen, macht aber auch Riesenspaß. Kommt irgendwie mit Assetto gar nicht mehr klar. Leider, was ist denn da los? Oh, da sehen wir. Ja, da war die Schikane wieder. Und guckt euch das an. Guckt euch das an, liebe Leute. Was ein enges Feld. Und da haben wir jetzt hier den letzten Fahrer aus diesem Feld. Und das ist Graf. Und der hat eine sehr, sehr schöne Position. Und den nehmen wir jetzt auch mal als Kamerakind. Auf P22 aktuell unterwegs. Ja, der treibt da die Meute vor sich her. Hat da einen schönen Blick auf das ganze Fahrerfeld. Porsche, ein Honda, ein Mercedes. Und sieht, was die Jungs da vor sich treiben und liefert uns tolle Bilder. Ja, und fährt jetzt hier am Honda auch vorbei. Wollte gerade sagen, in diesem Moment sieht er nämlich gar nicht so viel. Und da sehen wir auch wieder, also wir sehen ja, wieder leicht rausgekommen, wird ein bisschen Dreck aufgewirbelt. Aber sehr schön, zeigen wir der AMG, der nochmal wieder rausgeht. Ja, das ist Schwarz. Das ist die Aufholjagd von Heiko Schwarz. Ja, der flügt sich jetzt hier, muss man gut. Das schwarze Duell mit André Schwarz hier flügt sich hier gut vorbei. Ja, der kommt von P35 nach seinem Missgeschick am Start. Ja, was meinst du, wie weit geht die Reise noch nach vorne? Ich glaube, er kommt jetzt ganz gut wahrscheinlich noch durch die Gruppe durch, also die nächsten drei Fahrzeuge vor sich. Und dann ist ja aber auch, glaube ich, der Abstand schon etwas größer. Also dann hat er eine größere Lücke zuzufahren. Abstand hält ja auch ein Fahrzeug gerade. Das wird man auch noch schön im Streamchat sehen. Ach, im Stream sehen. Aber schauen wir mal kurz, bevor wir hier sind, nach vorne. Und da haben wir Krause, der ist schon ordentlich am Überrunden hier. Und Lummer, der ist hinterher, aber der hat Benkowski im Nacken. Der hat den Benkowski weiter im Nacken. So, ja, also Benkowski möchte jetzt natürlich da nach vorne. 23 Minuten hat er noch Zeit. Er hat vorhin schon im ersten Rennen viele Runden auf P2 verbracht, hatte kurz die Chance anzugreifen, hat nicht ganz gereicht und möchte jetzt natürlich das Rennen gewinnen. Und dann gilt es jetzt schnell an Lummer vorbeizukommen. Ja, jetzt ist er auch hier gut im Windschatten am Lummer. Und da haben wir leichte Berührung, dadurch wird Lummer rausgedrückt und der dreht sich. Ja, und Benkowski weiß, das war Mist, hält auch an. Oh. Ich sag mal so, es war in dem Sinne, er hat halt in dem Moment, wir schauen nochmal kurz hier aus der Heli-Perspektive uns das Ganze an. Aber man konnte richtig merken, wie er in dem Moment schon dachte, ja, da war nix. Ja, das merkt man, aber ich find's toll, die Reaktion zu sehen. Ich finde, das zeigt wirklich Sportsgeist, dass er diesen kleinen Push, den er da gesetzt hat, nicht nutzt, um da an Lummer vorbeizukommen, sondern einfach auch links ranfährt und wartet, bis Lummer wieder auf die Strecke fährt und zurückfährt und sich sozusagen keinen Vorteil verschafft, sondern wirklich direkt sich eine Strafe auferlegt und die absitzt und dann erst wieder weiterfährt. Also es war ja auf jeden Fall sportlich einwandfrei von ihm, auch wenn der Schubster da war. Ja, und jetzt haben wir nämlich seinen Teamkollegen Uwe Seiler. Der will es jetzt besser machen. Der hängt jetzt gerade an Schlett dran, der jetzt auf P2 ist. Steffen Schlett. Mal schauen, wie er das Ganze jetzt hier angeht. Also Seiler hat mir gesagt, wer das erste Rennen nicht gesehen hat, der wurde von Geistern mal weggezaubert. Ja, der scheint wohl eine ähnliche zuverlässige Technik heute zu haben wie ich.
Ja, aber er hängt jetzt gut an Chat dran. Wir haben es ja gesehen, ist ja ein schneller Fahrer. Und es sieht jetzt so aus, als will er da auch nicht lange diskutieren, sondern dass er da gleich relativ schnell vorbeigeht. Er hängt da gut dran im Mercedes-internen Duell. Ja, hat es auch schon ein, zwei Mal angedeutet, dass er vorbei will. Also, da kommt gleich was. Ja, das, was ich dann immer so schön sage, man muss dem Vordermann auch zeigen, alles klar, ich will vorbei. Und hier sieht man, Schlett, ja, zeigt er sich, aber Schlett lässt sich da nicht ein. Und sehr aggressive Linie, räubert er gut über die Curbs. Muss natürlich dann auch ein bisschen auf sein Fahrzeug hier aufpassen. Aber Seiler, der macht ernst in diesem Moment. Bleibt ja im Windschatten dran. Schlett versucht da ein bisschen ihn da wegzuziehen, aber wird den Seiler da einfach nicht los. Jetzt vielleicht außen die Chance, aber das wird nicht reichen. Also das macht Schlett taktisch gesehen erstmal ganz gut. Ja, fährt absolute Kampflinie und Seiler setzt genau das um, was du immer forderst. Nämlich aggressiv, sich früh zeigen, viel im Rückspiegel auftauchen und den Gegner versuchen, in den Fehler zu treiben oder nervös zu machen. Ja, also auch zeigen, dass man vorbei will. Jetzt Windschatten, klar. Schlett bleibt jetzt innen, weiß, das ist deine Rechtskurve, die Kurve gehört mir. Aber Seiler kommt hier mit Speed und setzt sich hier vor, aber auch nur, weil Schlett das sehr, sehr fair macht, da ein bisschen vom Gas geht, um das Schlimmeres zu vermeiden. Sieht alles klar, dieses Duell habe ich erstmal verloren. Ich lasse den Seiler in diesem Moment erstmal vorbei. Ja, hat er gut mitgespielt. Seiler war auch tatsächlich schon einen Ticken vor, dementsprechend, sag ich mal so, im Duktus der Rennfahrer gehört ihm dann auch mehr oder weniger die Kurve und Schlett hat da gut mitgespielt. Hat vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl im Cockpit gehabt, okay, den halte ich da hinter mir jetzt sowieso nicht mehr so arg lang und jetzt setzt er gerade ein sauberes Manöver, dann halten wir nicht mit 1000% dagegen, weil das endet eventuell an der Stelle einfach in einem Crash und in einem Schaden und dann ist das Rennen kaputt. Und lieber so jetzt P3 mitnehmen. Sauber. Ja, und dann schauen wir mal dahinter. Silas Feller auf P4 unterwegs. Und der ist ja auch gar nicht so weit weg. Nee, der ist da tatsächlich in Reichweite. Wobei ich das Gefühl habe, dass die beiden Mercedes vorne sich schon ein bisschen absetzen konnten. Und Feller und Jelenowski. Denn vorhin hatten wir doch die Situation mit dem Kamerakind, der da hinten dran hing, oder? Ja. Und da war die Gruppe doch echt enger beieinander. So, Patrick Lummer, der ist jetzt ja auch komplett weg. Der hat wohl das Rennen beendet. Schade. So, und wir sehen aber auch Heiko Schwarz mittlerweile schon auf 12 unterwegs. Und hier sehen wir Jelenowski an Visa dran. Und auch gleich ähnliches Spiel wieder Start und Ziel, eine gute Position finden. Visa wird wahrscheinlich jetzt rechts gleich die innere Linie dicht machen. Und Jelenowski, ja, genau das deutet er jetzt schon an. Aber Jelenowski fehlt es auch so ein bisschen, ja, fehlt noch ein bisschen die Power hinten raus. Ja, da war er auch im Exit noch ein bisschen weit weg. Ja, aber ja. Jetzt zeigt er sich. Ja, aber schon mal gezeigt. Ja, auch wieder dein... Das von dir gewünschte und propagierte Mittel angesetzt. Das ist immer das Schöne, das kann man so einfach machen hier. Sorgt ein bisschen für Action, zeigt was. Wenn du ja selbst nicht im Auto bist, ist das immer schön in Ordnung und leicht gesagt. Ja, aber es ja. Mir gefällt das und den Zuschauern wahrscheinlich auch. Ja, alles gut. Alles gut. Also er zeigt, also Jelenowski zeigt auf jeden Fall, dass er vorbei will. Deutlich aggressiv unterwegs. Und jetzt hat er sich hier schön durchgedrückt. Da war die Tür ein bisschen auf. Ganz fair, ganz kleiner Lackabtausch. Aber vielleicht jetzt nochmal die Chance vom Visa. Nee, sortiert sich wieder ein, sagt Jelenowski, mach du das erstmal, ich schaue mir das an. Ja, sauberes Manöver dort. Also ja, haben sie sich genug Platz gelassen und ja, sauberes Manöver gesetzt. Sieht man auch Visa, der da ein bisschen noch wegrutscht. Aber Aber ja, so, ich meine, das ist ja schöne Tür ein bisschen aufgenutzt. So wollen wir das sehen. Da werden schon die ersten Bierchen gezapft. Hier der Toni schreibt Prost, der Dennis schreibt auch Prost. Ja, also das ist auf jeden Fall für euch eine entspannte Situation als für manchen Fahrer. Weil nochmal, also in so einem Feld, das fordert schon einiges an Konzentration ab. Du hast halt nicht diese berühmten Minuten, die man für sich selbst hat, für sich und sein Auto, wo man so ein bisschen überlegen kann. Alles klar, wie mache ich es jetzt? Fahre ich ein bisschen ruhiger? Fahre ich ein bisschen spritspanner? Schon ich meine Reifen? Die Chancen sind ja hier alle nicht gegeben. Das ist richtig. Also wir
Wir haben das ja vorhin auch schon mal thematisiert gehabt im ersten Rennen. Also zu dem Zeitpunkt jetzt, wir sind jetzt 10 Minuten im Rennen unterwegs und zu diesem Zeitpunkt hat sich das Feld eigentlich auf die ganze Strecke verteilt. Das heißt, es gibt eigentlich nirgends irgendwo Passagen, wo man ohne ein Fahrzeug relativ dicht vor sich oder auch relativ nah hinter sich zu fahren, so ein bisschen in so einen ja, gemütlichen Rhythmus reinkommt, sondern man ist eigentlich wirklich über 35 Minuten immer am Anschlag unterwegs. So, aber wir nutzen jetzt auch mal eine Chance, dass wir vielleicht mal ein paar Fahrer zeigen, die wir noch nicht so viel gesehen haben. Und gucken durchs hintere Feld. Aber hier sehen wir auch schon wieder die ersten. Ja, es sind schon wieder die ersten Überrundungen. Benkowski und Bild ist jetzt auch gleich dabei. Es war gerade Hostorf, der überrundet wurde von Toms und Rosic. Und. Ja, False Driver auch wieder am Start auf 29, P29 auch ähnlich. Muss ich jetzt auch wieder vorkämpfen. Aber ich sag mal, einerseits, klar, man ärgert sich, aber andererseits macht es ja auch Spaß, sich so ein bisschen durchs Feld zu mogeln. Also es trainiert auf jeden Fall mal das Fahren im engen Feld. Das ist tatsächlich auch eine gute Übung für Fahrer, die vermeintlich tendenziell eher weiter vorne zu finden sind. Wenn sie sich da jetzt durchs Feld durchkämpfen und da gegen vielleicht auch langsamere Fahrer fahren und sich darauf einstellen müssen, also von dem her eine schöne Herausforderung, die die Jungs auch gern annehmen, dann jetzt in so einer Situation und mitnehmen. So, also wir sehen jetzt, ich gucke gerade so ein bisschen nach ein paar Fights, aber das meiste jetzt aktuell wieder schon die Überrunde. Man sieht es ja auch, Monster, die Strecke hier ordentlich mitgenommen, die Streckenbegrenzung also komplett hier zerlegt. Aber ja, es hat sich ja nochmal extremer jetzt sortiert, muss ich sagen, als im ersten Lauf. Also das finde ich wird jetzt schon mal deutlich. Das heißt, wir nutzen mal die Chance und blicken mal wieder ein bisschen nach vorne. Und Zeiten kriegt er auch noch. Und Kraus macht das jetzt gerade ganz souverän, das muss man schon sagen. Ja, hat 6,5 Sekunden Vorsprung. Und fährt es wirklich abgeklärt und cool und locker da vorne jetzt ganz entspannt durch momentan, ja? Ja, ich hab das Gefühl, er will mit uns nachher reden. Dass er deswegen auch ein bisschen Gas gibt, sagt die ersten drei Plätze. Werden wir jetzt gleich nämlich im Anschluss, also in 14 Minuten nach dem Rennen, kurz zum Interview haben, also kurz über die drei Erstplatzierten aus dem letzten Rennen sprechen. Und auf Ehre einmal auf den letzten bitte, das machen wir doch gleich gerne. Und deswegen ist das dann umso schöner, wenn ihr da im Streamchat noch kurz da bleibt und was ihr auch machen könnt, wenn ihr dann seht, okay, alles klar, es sind Kraus, Seidler und Schlett hier zum Beispiel, dann könnt ihr uns auch gerne eure Fragen rechtzeitig in den Streamchat schreiben, was euch jetzt so brennend interessieren würde. Und jetzt schauen wir natürlich, Wünsche erfüllen wir natürlich auch mal gerne. Und dann gucken wir mal, aber schauen wir mal aktuell hinten. Ja, das ist Biltis, aktuell der Letztplatzierte auf 45. Aber von den letzten Fahnen ist es tatsächlich King James. Und dann schauen wir auch nochmal ins HUD und wir sehen, ja, knapp 10 Sekunden nach Bialas, dass der Nächste mit denen er kämpfen kann. Und es wird jetzt gerade hier von 31 und 32 überrundet. Aber es ist dann immer schön, immer weiterfahren. Jeder Streckenkilometer, der trainiert dich, ja. Ja, auch die Tatsache, dass man überrundet wird, bringt so einen kleinen Vorteil. Denn man kann dann versuchen, sich mal die Linie der schnelleren Fahrer anzugucken und da mal zu gucken, wo fährt der vielleicht anders als ich und wo verliere ich vielleicht auch ein bisschen Zeit. Also als Trainingskilometer auch der letzte Platz voll durchzuziehen, ist immer eine gute Sache und wichtig für jeden Fahrer, um dann auch, sag ich mal, besser zu werden. Ja, und das macht der King James jetzt nämlich gerade bei Friedrich und da hält er gut mit. Obwohl er gerade relativ wenig sieht, weil immer wieder ein bisschen was hier von Rupp aufgewirbelt wird. Ja, der fährt da, der nutzt da die Track Limits komplett aus. Der fährt ruppig, wie soll es auch anders sein? Richtig. Verliert so ein bisschen seine Linie gerade und wird jetzt vielleicht auch einen Platz verlieren, ne? So sieht's aus. So, aber wir gucken auch mal wieder, also wir waren stehen geblieben, wir sehen einen Kraus, der das sehr vorne, sehr souverän da vorne macht. Dann haben wir Uwe Seiler. Uwe Seiler auf P2. Und auch er, ja,
wird jetzt schwer da einzugreifen. Wir haben jetzt nur 11 Minuten. Aber da muss Kraus jetzt einen Fehler machen. Und das ist halt, ich finde es immer wichtig, wenn du als Erstplatzierter weißt, okay, im Rückspiegel noch zu sehen. Aber da muss er jetzt schon gute Augen haben, um den Kraus da mal zu sehen. Wir können das mal versuchen, euch ein bisschen hier zu zeigen aus dem Cockpit, ob ihr da einen kleinen Seiler im Hintergrund seht. Ist halt sehr, sehr schwer und ich glaube, das interessiert den Kraus momentan noch nicht. Also ich glaube, Kraus hat jetzt gerade im Moment tatsächlich auch den Vorteil, dass er ja im ersten Rennen auf P3 liegend, ja, auf der Jagd war nach den zwei vorne und da auch schon eher so ein bisschen alleine unterwegs war und immer pushen musste, pushen musste, pushen musste und eigentlich im gleichen Modus unterwegs war, wie er das jetzt hier auch sein kann. Von dem her hat er da, glaube ich, tatsächlich gerade so ein bisschen einen Vorteil, weil das eigentlich nichts anderes ist, wie das, was er im ersten Rennen zu tun hatte. Ja, und schauen wir mal. Steffen Schlett weiter auf P3 und hier wird sich gewünscht ein F. Bialas, aber da haben wir auch zwei, glaube ich. Wahrscheinlich auch beide im Lambo unterwegs sind, oder? Also wir haben hier einmal ein F. Bialas, ne, der ist im BMW unterwegs, das heißt, er ist der andere Bialas. Auf 42. Das ist der Florian Bialas, gerade auf P42 unterwegs. Und da ändern wir auch noch was. HUD. Und ja, wird gerade natürlich ein bisschen überrundet. Das ist eine ähnliche Situation, die wir gerade auch schon gesagt haben. Ja, na klar, er kann ein bisschen gucken, was machen die Vorderfahrer, aber so wirklich wie jetzt aus dem Windschatten richtig eingreifen kann er ja nicht. Er kann jetzt den 29 jetzt nicht wirklich in eine Bredouille bringen und das ist passiert. Der Stefan, der war mal richtig erschrocken über die Schikane. Ja, und fährt wie so manche andere heute schon einfach mal geradeaus weiter. Ja, aber was der Stefan gut gemacht hat, vor ihm war Rosic am Bremsen und Stefan hat quasi an Rosic vorbeigelenkt, dass er den nicht auch noch mit ins Verderben reißt. Also das hat er eigentlich ganz, ganz gut gelöst da in der Situation. Da gibt es sicherlich viele andere, die man oft sieht, die da geradeaus weiterfahren und den anderen mitnehmen. Ja, Disziplin ist da wichtig oder generell auch, was man heute auch öfter mal gesehen und was immer schön gemacht wird, aber das haben wir auch schon anders gesehen. Wenn du von der Strecke bist, und das hatte Schwarz ja vorhin auch, du wartest halt, bis das Feld vorbeikommt und fährst nicht einfach blindlings drauf. Und da gehört auch mal viel Disziplin zu, gerade bei so einem großen Fahrerfeld. Aber das ist Racing, so wird's gemacht. Ja, ganz wichtig, dass man sich so verhält und machen die Jungs gut, haben wir heute, ja... Bedingt dadurch, dass wir ein paar Vorfälle gesehen haben, auch tatsächlich immer wieder ja, mitgesehen, dass die Jungs nicht blindlings einfach wieder auf die Ideallinie gefahren sind und noch irgendeinen anderen für ihren Fehler haben mitbezahlen müssen. Genau, das ist nämlich dann immer sehr, sehr ärgerlich. Ich meine, man kennt es ja auch selbst, wir sind ja ab und an auch auf der Strecke unterwegs. Du fährst, du bist zufrieden mit deinem Rennen und auf einmal fährst du um eine Kurve, schleudert dir ein anderes Fahrzeug entgegen. Dein Rennen ist zunichte und man ist natürlich super frustriert. Ja, man wird da als... Man wird da in was reingezogen, wo man nichts damit zu tun hat und ja, das muss nicht sein. Also wir wollen den Fahrern die Möglichkeit geben, dass sie durchkommen und dass sie, wenn sie rausfliegen, aufgrund eines eigenen Fehlers rausfliegen. Das ist natürlich nicht unbedingt besser. Der Effekt, wo man sich drüber ärgert, wahrscheinlich der gleiche. Obwohl ich sag mal so, eigener Fehler, ja, ist auch scheiße. Auf jeden Fall. Muss man mal ganz hart hier so sagen. Aber guck mal, liebe Leute, was man hier sieht. Heiko Schwarz, der ist schon auf P10. Ja, der bewegt sich da auch kontinuierlich durchs Feld durch. Also, starke Leistung. Jetzt ist halt die Frage, ihr könnt ja mal, wir haben ja 53 Zuschauer, die gerade dabei sind. Macht euch mal im Stream bemerkbar und schreibt mir einfach hier, der Heiko Schwarz sitzt auf P10. Was meinte? Wo endet seine Reise heute? Ja, er hat noch ein paar Runden und die Abstände sind nicht allzu groß. Also da könnte noch ein bisschen was passieren. Ja, ich sag mal so, immer wenn wir wieder drauf waren, war der Schwarz wieder 3-4 Plätze weiter vorne. Also sehr, sehr gut, hat sich nicht beunruhigen lassen von dem Vorfall. Fürs Treppchen wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber zumindest so, dass er sagen kann, alles klar, bin trotzdem ein gutes Rennen gefahren. Darauf wird es auf jeden Fall hinauslaufen, ja. Er betreibt absolut Schadensbegrenzung.
So. Ja, bei vorne. Da deutet sich jetzt gar nicht so viel an. Also, jetzt. Ja, Kraus, wie gesagt, vorne weg. Dann haben wir Seiler, dann haben wir großen Abstand. Dann haben wir Schlett dahinter. Also, da scheint man sich doch aktuell relativ einig zu sein. Das sind aktuell im Großen und Ganzen die Positionen bezogen, ja. Wenn nicht noch irgendwo einer einen gravierenden Fehler einbaut, wird da nicht mehr so arg viel passieren wahrscheinlich. Gut, wir haben es gesehen. Es kann sehr schnell passieren, muss man ja auch sagen. Auf verschiedene Art und Weise so ein Fehler. Aber hier auch Team Bierbauch Racing wird im Hintergrund auf Schlett die Daumen drücken, dass es gut geht. War ja, wie gesagt, so die eine oder andere Situation, die das Feld ein bisschen durcheinander gewürfelt hat. Aber dann ist ja wichtig, in solchen Momenten da zu sein, das Ganze zu nutzen und letztendlich auch diese 35 Minuten sicher zu fahren. Ja, das A und O ist fehlerfrei durchkommen. Und wie heißt es so schön, um zu to finish first, you have to finish first, ne? Das ist eine richtige Weisheit. Ich hatte es gerade kurz überlegt, ob ich es ins Deutsche übersetze, aber das funktioniert im Deutschen nicht. So, und dann sehen wir Jeniowski auf der 4, aber auch er jetzt nicht wirklich in Zweikämpfen. Wir schauen mal weiter und das könnte aber auch eine Überrundung gewesen sein. Ja, war eine Überrundung. Gucken wir auch mal da. Also haben sich die Fahrer im ersten Rennen schon ein bisschen ausgepowert, dass man jetzt sagt, wir gehen das ruhiger an? Nee, ich glaube, es lief andersrum. Ich glaube, es war eher so, dass ein paar Fahrer dabei waren, die im ersten Rennen schon Probleme hatten, die das jetzt im zweiten Rennen korrigieren wollten. Und ich hatte so das Gefühl, wir hatten noch mehr Zwischenfälle auf den ersten zwei Runden, die das Feld noch mehr durcheinander gewürfelt und auseinandergezogen haben. Ja, wir haben es gerade gesagt, jetzt sind wir wieder auf Schwarztauch, schon wieder eine Position gut gemacht auf P9. Ja, der ist wirklich, also der ist echt massiv auf dem Vorweg und Jeleniowski und Leifholz, die er da jetzt noch vor sich hat, die können sich noch nicht sicher sein, dass sie da ins Ziel kommen, auf dem Platz, auf dem sie sich gerade befinden. Ja, das Bildchen schreibt in diesem Moment, das ist ein Fünfer fürs Phrasenschwein und ja, das gebe ich gerne mal so weiter. Ja, ist okay. Und Fabka, vielen Dank, dass du dabei bist. Jetzt hier gerade live im Zweikampf Schwarz gegen Adel. Wenn er es so gut macht wie sein Namensvetter, dann wird er relativ schnell vorbeikommen, der André Schwarz. Schauen wir mal, ob das heute am Namen liegt, dass ja. Die da durchs Feld flügen. Auf jeden Fall finde ich wieder gut, er zeigt sich wieder ein bisschen, nicht direkt der Versuch, aber mal jetzt vielleicht guten Exit bekommen auf der Geraden und dann vor der Schikane da reinstoßen. Mal schauen, wie Schwarz das angeht, vor allen Dingen, wie Adel sich jetzt hier versucht zu verteidigen, weil er hat auch noch jemanden vor sich, das ist Braun, der wird gleich überrundet. Ah, das sind sogar Brüder, danke für die Info. Ja, dann erwarten wir jetzt was von Schwarz. Vom André. Schauen wir mal, ob er vielleicht tatsächlich... Ja, jetzt gehen sie beide vorbei, schöne Überrundung. Ja, aber das Überholgehen scheint doch dann in diesem Moment mehr beim Holger gelandet zu sein. Also der André, der tut sich ein bisschen schwerer gerade. Ja, konnte er auch die Überrundung nicht nutzen, also muss er sich wieder rankämpfen. Ja, also definitiv mehr Eigenleistung hier gefordert. Ja, 2 Minuten 30, so viel Zeit hat er nicht mehr. Noch 2 Runden, ja. Ja, also wir sehen es generell, ein sehr familiäres Feld, viele Brüder, viele Zwillinge, viel Verwandtschaft unterwegs hier. Also das ist natürlich das befeuert, das, was man sich definitiv kennt. In meisten Fällen. Ja, hoffen wir mal, dass die Zwischenfälle, die wir heute so ab und zu... Das keine familienintern waren, ne? Ja. ...auf der Strecke gesehen haben, jetzt nicht irgendwie zu Familienzwist führen. Das wäre ja ärgerlich. Ja, und live am Start jetzt hier auch pünktlich zum Finish. Corsi Gaming. Hallo, Corsi. Ich muss mal noch kurz eine Info an die Bille raushauen. Also das sind doch normalerweise immer nur 3 Euro, oder? Die man ins Phrasenschwein bezahlt und nicht 5. Nee, aber dadurch, dass du... Oh, da sehen wir schon mal ein Fahrzeug draußen. Aber dadurch, dass du ja sowieso schon sehr viele Abmahnungen hast, wird auch dieses Phrasenschwein ein bisschen nach oben korrigiert. Achso, für mich ist dann ein 5 Euro. Ja, alles klar. Das muss man in Relation sehen. Ja, also wen wir auf jeden Fall gleich begrüßen können, ist Kraus, Seiler und Schlett, sage ich einfach mal so. Und wenn ihr Fragen habt, postet sie am Streamchat. Weil sonst müssen wir unnötige Fragen stellen, wie, was ist deine Lieblingsfarbe, was hast du gestern gegessen? Wenn ihr das nicht wollt, stellt einfach eure Fragen ins Streamchat
und natürlich so lange noch die Daumen drücken, dass wir die drei dann auch gleich sehen. Dass es auch wirklich die sind, die wir nachher noch zu Wort kommen lassen. Ja, ja, weil wenn vor allen Dingen, wenn wir jetzt da wieder zu nah drauf sind, wir haben ja schon in der Vergangenheit gesehen, man soll den Tag nicht vor den Abend loben, da werfe ich auch mal was ins Phrasenschwein, aber es kann schnell passieren. Ja, wir hatten tatsächlich noch keinen solchen Moment im zweiten Rennen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ja, wir hatten es im ersten Rennen ein paar Mal, aber im zweiten Rennen war es tatsächlich noch nett. Vielleicht kommen wir ja mal schadlos durch. Ja, kann sein, dass, also ich habe immer noch so ein bisschen, ja, was heißt Hoffnung, muss ich aufpassen, was ich sage. Die Angst, dass sich der Uwe gleich wieder auflöst, aber er scheint noch gut unterwegs zu sein hier. Und er ist jetzt aber auf 2,6 Sekunden, der kommt gerade ein bisschen näher an Kraus, oder täusche ich mich hier? Ja, ich glaube, dass er ein bisschen aufholt, aber ich, also... Oh, Kraus hängt hier am Überrunden, das kostet jetzt. Ja, oh, ho, ho, könnte das, ja, das, da muss jetzt sehr viel zusammenkommen. Ja, es ist schon ein weiter Weg. Ja, aber meinst du, die sehen ihn gerade nicht? Guck mal. Der Kraus, der will jetzt auch denken, probiere ich das jetzt? Jetzt hängt er da mittendrin. Boah, sehr, sehr, das ist gefährlich. Jetzt geht er auf die Bremse und da steht auch einer. Wow, und jetzt, oh, der Kraus, da geht doch die Pumpe. Also das ist jetzt, ja, das wäre jetzt natürlich der Wahnsinn. Ja, also das wäre... Es hat natürlich jetzt wirklich massiv Zeit gekostet. Seiler ist jetzt ganz dicht dran. Kraus ist aber auch schon auf seiner letzten Runde. Ja, ja, aber der Seiler, der ist nämlich Kraus auch dran. Wenn das jetzt Manöver, jetzt natürlich gleich die Frage. Wir haben sie ja gleich in der Kommentatorenkabine. Gehe ich mal von aus, außer die jagen sich jetzt hier gegenseitig in die Luft. Was wir nicht hoffen. Aber jetzt ist für Seiler nochmal kurz vor Schluss die Chance da. Kraus hängt an Holger von der Wolga. Der aber ganz schön breit sich da macht. Und das ist verdammt eng. Und jetzt ist Kraus. Und jetzt hat Seiler die Chance, mit mehr Speed da vorbeizugehen. Was werde ich wahnsinnig? Was ein Manöver. Jetzt Uwe Seiler. Jetzt die Chance, liebe Leute. Was ist denn jetzt hier los? Da zieht er vorbei. Jetzt ist die Frage, kann er sich vorne setzen? Meine Güte, Seiler setzt sich vorbei, er nutzt diese Überrundung und da weiß ich, da wird der Kraus, der wird gleich kochen. Wahnsinn, boah, das ist Wahnsinn. Also, Seiler, in der letzten Runde zieht er an Kraus vorbei, der nicht an Holger von der Wolga vorbeikommt. Eine Überrundung, jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit für Kraus, aber das wird nichts. Da wird sich Seiler das Ding holen. Er war wach und nutzt das und der Kraus, ich bin mir sicher, der wird brodeln. Aber was, ich dachte kurz hier, Seiler geht vom Gas, nein, Seiler, Kraus. Also wir haben auf jeden Fall gleich kurz Gesprächsstoff. Ja, wir könnten, glaube ich, abendfüllen über die, über die letzte Runde sprechen. Wow. Ja, also... Ja, und ihr schreibt Hyper, the guy in the BMW should be ashamed, black flag for a guy in BMW ignoring blue flag. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass diese Situation mit Sicherheit noch ein Nachspiel haben wird am Ende. Oh, und der Schlett, der wird mal ordentlich durchgewirbelt. Eieieiei. Der freut sich auf jeden Fall über P3, das sind auch schöne Billas, kann man auch sagen. Ja, hat gerade schön zum Donut angesetzt gehabt und wird dann nochmal abgeräumt. Ja. Also, Schlett, wir sehen, also er ist definitiv einer, der ist zufrieden. Basti, dich bitte ich gleich bitte im Hintergrund, wenn die Fahrer sich, ich hoffe, ein bisschen abreagiert haben, dass du uns die drei Erstplatzierten in den Discord-Channel schubst. Ja, jetzt nur vom zweiten Rennen. Ja, genau. Das waren... Seiler, Kraus und Schlett. Ja. Genau. Die hören wir uns gleich nochmal eben an. Und also das ist Wahnsinn. Jetzt werden die Wheelies auch noch gemacht. Also die meisten Fahrer scheinen zufrieden zu sein. Aber wow, was eine letzte Runde, liebe Leute. Jetzt bin ich schon wieder 4-5 Jahre gealtert in der kurzen Zeit. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber auch ich mit diesen schönen Bildern, ich meine, da kann man jetzt auch mal leben. Also wunderbar. Da muss der Schlett nicht gleich einen Drehwurm bekommen, den brauchen wir jetzt hier gleich. Aber bin gleich wieder da. Ja, der Basti kümmert sich mal rum und holt die Fahrer mal ab. Ich glaube, die werden sich jetzt auch noch versuchen, ein bisschen auszutauschen. Aber wie schon angekündigt, wir haben sie jetzt gleich noch kurz im Podium. Sprechen mit den Fahrern. Aber das war natürlich eine letzte Runde. Ja.
Das war ein Ding. Ja, ich glaube, im Streamchat, ihr seht das relativ ähnlich. Also. Da. Das war Wahnsinn. Ja, Luma schreibt's. Ja, definitiv. Bin echt gleich mal gespannt auf die Fahrer. Hoffen wir, dass wir sie gleich hier im. In unserer Kommentatorenkabine haben, aber wow. Das ist ein bisschen schwierig tatsächlich, weil die Jungs auf dem Teamspeak ihre Namen nicht in Klarschrift da haben. Ja, sonst geht auch Brüll mal einfach in den Fahrradchat rein, die sollen ja gleich einfach mal eben reinkommen. Die drei, dann rufst du mal eben den Seiler, Kraus und Schlett rein. Die sollen mal kurz in unsere Livestream-Tribüne kommen, da können sie rein und dann können wir kurz drüber sprechen. Ein Zugriff. Ah, okay. Ja, dann hoffen wir oder schreibt mal eine Nachricht. Vielleicht kriegen wir sie noch rein. Ich versuch's mal. Gebt uns noch kurz Zeit. Ich sehe auch noch 52. Sind im Streamchat. Vielleicht kriegen wir unsere drei Fahrer rein. Ich würde mich darüber freuen. Aber ich glaube auch hintenrum, die haben jetzt auch schon ein bisschen Diskussionspotenzial. Also ihr seht das jetzt ja nicht. Aber alle Fahrer sind parallel in einem Teamspeak, auf einem Teamspeak-Server, in einer Lobby. Und wow. Ja, aber mal gucken. Der Basti, der versucht jetzt einzufangen. Ich bin optimistisch, dass wir sie dann auch gleich da haben. Aber da bin ich mal gespannt, wie der Uwe die Situation hat, gesehen hat, der Kraus. Und dann Schlett auf P3. Aber das war also generell, kann man sagen, ein sehr, sehr spannender Auftakt. Es ist immer natürlich schwierig und deswegen natürlich auch schade für den einen oder anderen, dass er nicht so viel im Stream zu sehen war. Aber bei 46 Fahrern ist nicht immer ganz so leicht. Ich hoffe, wir haben es ja geschafft, so das eine oder andere zu sehen. Ich glaube, Action hatten wir genug. Und ja, wir warten noch mal kurz und sonst werden wir das Ganze ohne, aber ich warte mal kurz, bis der Basti sich meldet. Weil das würde mich jetzt auch brennend interessieren, was da los war. Ja, und auf jeden Fall bedanke ich mich. Ich habe es jetzt gerade auch in den Streamchat, ja, habe ich ja schon mal gedankt. Für jeden neuen Follow, da freuen wir uns. Wenn ihr hier mehr sehen wollt, also ACC, wir werden was. Ah, da höre ich doch was, da kommt doch was. So, schauen wir mal eben. Das sollte jetzt funktionieren. Okay, dann warten wir, dann ist es sehr schön, dann haben wir nämlich jetzt schon in der Kommentatorenkabine. Füllt es sich langsam und dann warten wir noch kurz, bis Nummer 3 da ist. Und dann sprechen wir gleich mal eben mit unserem Podium. Und das sieht gut aus. Also in diesem Moment sehe ich drei Leute im Stream. Ach, in unserer Lobby und das heißt kurze Interviewrunde und wir fangen beim Uwe Seiler an. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja, wunderbar, der Uwe ist da. Ja, Uwe, ich glaube, du hast bis vor kurz vor Schluss nicht mitgerechnet, dass du das Ding da noch holst. Wie hast du die Situation gesehen? Du kamst ja nah ran, du hast gesehen, Kraus hatte Probleme beim Überrunden. Wann hast du gemerkt, da sitzt jetzt was dran? Ich habe mich gewundert, dass er da nicht vorbeikam. Anfang der letzten Runde schon. Also ich habe erst gedacht, er ist schon auf Platz 4 vorbei. War er dann nicht. Gedacht, ja, vielleicht geht noch was. Dann war er in der zweiten Schikane auch nicht vorbei. Gedacht könnte, dann war ich. Ich wusste halt nicht, ich hätte halt noch, wie nah ich dran komme. Und da er dann gar nicht vorbeikam quasi. Er musste ja vorbeidrücken quasi. Da wusste ich dann, dass noch was geht, aber davor wusste ich noch nicht ganz. Weil der Abstand wäre halt, selbst wenn ich dran gewesen wäre allgemein zu groß gewesen. Weil die, wenn man normal hintereinander herfährt, kann man fast nur Stadtziel überholen bei gleichem Tempo ungefähr. Es geht ja jetzt auch nur, weil er so schlecht herauskam. Durch das Vorbeiquetschen. Ja, du hast dann definitiv die Chance genutzt, aber man muss ja auch sagen, auch mit der Distanz. Trotzdem, da wird der Kraus ja gleich auch noch was zu sagen. Ärgerlich, aber dann ist es ja auch mal, man muss da sein, man muss das Ganze nutzen und dann frage ich jetzt auch mal, unser Zweitplatzierter, Kraus, ist der auch schon hier am Start? Jojo, bin da. Ja, wunderbar, alles klar, ja, für dich sah ja eigentlich die ganze Zeit danach aus, dass du das Ding holst, dass du den zweiten Lauf riskierst. Ich glaube, ja, hinten raus, du hast dich schon geärgert, ne, aber wo hast du gesehen, wo wird es jetzt eng, wie schilderst du die Situation?
Also allgemein, die Überrundungen haben natürlich jeden Zeit gekostet, nicht nur mich, aber ganz ehrlich gesagt, es war einfach ein bisschen blöd. Ich möchte ihm jetzt keine Absicht unterstellen, bei weitem nicht. Ich habe gerade noch vorhin mit ihm kurz geredet, er hat die blauen Flaggen nicht bemerkt und da möchte ich auch keinen Harakiri-Move machen in Schikane 1 und Schikane 2. Dann, ja klar, Uwe ist halt rangeflogen wie Hölle. Da habe ich mich dann nochmal versucht vorbeizudrücken. Klar, der Exit war dann schlecht, dann ist er natürlich vorbeigezogen. Er hat es aber auch verdient. Er hat in der ersten Runde Probleme gehabt, hat von allen mit den stärksten Speed. Gönne ich ihm auch den Sieg, aber ist halt sehr, 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 sehr unglücklich, in der letzten Runde das Ding noch zu verlieren. Ja, auf jeden Fall, Gratulation. Sehr, sehr fairer, zweitplatzierter. Wir waren ja im Stream auch noch drauf. Da hatten wir die Situation hier kurz vor der ersten Schikane, wo du da wirklich umzingelt warst von den zwei, drei Fahrzeugen. Da haben wir alle mit durchgeatmet. Aber da hat sich das natürlich auch schon ein bisschen angedeutet. Aber wie du auch gesagt hast, das Problem mit den Überrundungen, das hat jeder. Und es ist ja prinzipiell auch immer so, dass der Fahrer, ja, die sehen das manchmal. Das ist ja nicht mal böse gemeint. Und schön auch, dass ihr euch da schon ausgesprochen habt. Und ihr habt ja noch ein paar Läufe, wo ihr das Ganze dann wieder gerade rücken könnt. Ja, machen wir beim Drittplatzierten weiter. Das ist der Herr Schlett. Ja, wie lief das Rennen für dich? Warst du zufrieden mit deinem Rennen? Ja, das auf jeden Fall. Also es hat Riesenspaß gemacht. Am Anfang gab es ein bisschen Turbulenz. Es gab schöne Fights, vor allem mit Uwe, der mich wirklich zweimal außenrum in Turn 1 überholt hat. Irre Manöver, Respekt dafür. Ja, und nach Rennen 1, das ja bei mir ziemlich in die Hose ging, wollte ich jetzt auch angreifen. Das hat auch funktioniert. Ich wurde dann irgendwann so bei Minute 15 ein bisschen nervös, weil das Auto war ein bisschen unruhig von Anfang an. Aber es lief dann doch gut durch. Ich habe gesehen, hinten dran, Benkowski hatte ein Problem anscheinend. Und dadurch konnte ich mich dann auf P3 dann auch behaupten. Und ja, bin extrem glücklich und hat riesen Spaß gemacht. Ja, ich glaube, das können wir bestätigen. Ich glaube, der Basti auch. Ne? Wir hatten da auch Riesen Spaß und man sieht halt, es ist jetzt eine neue Serie, ihr fahrt ja alle schon länger zusammen, wart ja wahrscheinlich meist Zeit auf Project Cars unterwegs, aber schön, was sich hier entwickelt, was wächst auch und generell die Fahrer, also es hat uns Spaß gemacht, es hat euch Spaß gemacht, das höre ich raus und auch sehr, sehr schön gerade zu sehen, dass trotz des Manövers, dass man sich hier ausspricht, dass da nicht hier hintenrum da gemeckert wird, sondern gleich Mann zu Mann, direkte Konfrontation, also super, ist auf jeden Fall Werbung für die Liga und macht Bock auf mehr. Ich glaube, euch geht's genauso, euch Fahrern, oder? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Alles klar. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch dreien. Ich wünsche euch noch viel Erfolg für die weiteren Rennen. Man wird euch da wiedersehen. Wahrscheinlich den einen oder anderen auch wieder auf dem Podium. Und dann hoffen wir mal, dass die nächsten Rennen genauso spannend werden. Ich bedanke mich, wir bedanken uns bei den Zuschauern und würde sagen, wir sehen uns dann demnächst beim nächsten Lauf hier beim Project Cars Team. Ja, vielen Dank auch an euch. Danke. Gerne, gerne. Danke. Einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao.